Da ich mal annehme, dass einige von euch oder von Ihnen online zur letzten Veranstaltung nicht da waren, würde ich die Chance noch mal nutzen, ein bisschen über das Anliegen dieser Ringlesung zu sprechen und einen kleinen Ausblick zu geben, wie es weitergeht nach heute. Die Ringlesung Grund genug wurde von der studentischen Initiative Feministisches Forum ins Leben gerufen, aus der Motivation heraus, dass das gesellschaftliche Klima uns dazu gebracht hat, darüber nachzudenken, ob man denn auch politische Themen vielleicht wieder verstärkt in den Fokus der Hochschule rückt. Und dank der Partnerschaft mit der Volkshochschule Görlitz können wir diese Veranstaltung tatsächlich auch über die Grenzen der Hochschule hinaus in die Stadtgesellschaft öffnen. Und als Anlass oder als inhaltliche Klammer dieser Ringvorlesung haben wir uns Artikel 3 des Grundgesetzes rausgesucht. Ich weiß nicht, wer das noch weiß. Letztes Jahr war ja auch das Jubiläum des Grundgesetzes. Das haben wir ein bisschen verpasst, aber zum Glück, das Grundgesetz ist ja unveränderbar. Das heißt, wir können diesen Artikel 3 auch heute noch feiern, den allgemeinen Gleichheitssatz. Und zu diesem Artikel haben wir verschiedene ExpertInnen eingeladen, um uns diesem Thema an verschiedenen Perspektiven zu nähern. Also wir werden über Klimawandel sprechen, wir werden über soziale Ungleichheit sprechen. Letzte Woche ging es explizit um Rechtsextremismus in Sachsen. Es wird auch Suki kommen, also es wird auch um Feminismus gehen. Das PEN-Kollektiv wird eine Veranstaltung zu zivilem Ungehorsam stattfinden lassen. Und diese Veranstaltung ist hybrid. Das heißt, wir haben einmal hier den Hörsaal, jetzt auch im großen Voll. Und dann die Online-Veranstaltung über die VHS. Und da das einen erhöhten Koordinationsbedarf braucht, werde ich auch so ein bisschen die Regeln erklären, wie wir heute in dieser Veranstaltung vorgehen. Also der Input wird heute 1,5 Stunden gehen, also der Vortrag. Und danach wird es eine halbstündige Diskussion geben. Und wenn Sie und ihr im Laufe der Zeit online Fragen habt, dann stellt sie bitte direkt an die Moderatorin Ursel. Die wird diese Fragen im Laufe der Zeit sammeln und dann am Ende in der halben Stunde in die Diskussion mit einbringen. Genau. Ich würde jetzt vielleicht sogar noch mal Danke sagen, auch von Stura, der diese Veranstaltung mitfinanziert hat, der Volkshochschule Görlitz und dem Studium Fundamentale. Und dann kommen wir auch gleich zu der Person, die heute den sehr weiten Weg von Münster bis hierher trotz der aktuellen Umstände geschafft hat, nämlich Andreas Kemper. Andreas Kemper ist Soziologe und Publizist, der eigentlich so drei große Themenschwerpunkte hat, würde ich sagen, wobei eins natürlich das Herzensthema ist, um das es heute auch gehen wird. Also auf der einen Seite Klassismus, also Diskriminierung aufgrund von sozialer Herkunft oder Status. Andreas Kemper untersucht aber auch antifeministische Strömungen in Männerbewegungen, sogenannten. Und es geht auch oftmals, vor allen Dingen als Publizist, um die Aufdeckung und Verstrickung antidemokratischer Tendenzen innerhalb der AfD. Und besondere Aufmerksamkeit hat in dem Zuge auch seine Recherche 2016 gebracht zu Björn Höcke, der damals nachweislich unter dem Synonym Landolf Ladig NS-verherrlichende Texte publiziert hatte, was dann schließlich auch zu dem Parteiausschlussverfahren innerhalb der AfD und der Überprüfung durch den Verfassungsschutz führte. Das aber nur am Rande. Heute wird es, wie gesagt, um Klassismus gehen. Und das ist ein Begriff, der eigentlich im deutschen Sprachgebrauch bisher nicht so Einzug gefunden hat. Andreas Kemper ist quasi der Mensch, der diesen Begriff weiterhin prägt oder in den Diskurs einbringen möchte. Weil man heutzutage ja schon zumindest in Deutschland ungern von Klasse spricht, sondern auch über Milieus oder Lebensstile spricht. Andreas Kemper hat den Begriff zurückgebracht mit einer Veröffentlichung 2019, Einführung in die Klassismusforschung, die er mit Heike Weinbach veröffentlicht hat und wird heute einen kleinen Einblick in das Thema geben. Und für alle, die das auch nachträglich interessiert, weil ich finde, dass das auch eine Art von Diskriminierung ist, die uns alle betrifft und die wir alle in unserem Alltag ausüben, als auch vielleicht an der einen oder anderen Stelle erleben, dem würde ich empfehlen, das Buch zu lesen, was es hier auch in der Hochschulbibliothek gibt, also Einführung in die Klassismusforschung. Und das war's jetzt. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Vortrag und übergebe das Wort an Andreas Kemper. Welchen Fall?
Gut. Ja, danke für die Einladung. Ja, ich bin ja schon vorgestellt worden. Mein Name ist Andreas Kemper. Ich beschäftige mich seit 20 Jahren jetzt ungefähr mit dem Thema Klassismus. Jetzt gerade in der Corona-Krise ist das Thema noch mal stärker und hat noch mal mehr an Bedeutung gewonnen, weil Corona eben vor allen Dingen Ärmere trifft. Das hängt mit dem Gesundheitssystem zusammen. Weniger in Deutschland, in ärmeren Ländern oder in Ländern, wo das Gesundheitswesen noch stärker privatisiert ist, ist es noch deutlicher. Es hat nicht jeder $680.000 zur Verfügung, wenn man halt Corona bekommt, wie Trump. Das heißt, Corona trifft Ärmere nochmal sehr viel stärker als Menschen, die Geld haben. Einerseits und andererseits gibt es eben sehr viele Maßnahmen. Und das ist jetzt auch in Deutschland wieder ganz deutlich der Fall, wenn halt die Schule geschlossen wird, beziehungsweise wenn es Homeschooling gibt, dann führt das dazu, dass eben Kinder mit wenig Geld oder mit weniger Ressourcen zu Hause dann nochmal stärker benachteiligt sind, also sowieso schon benachteiligt sind. Man könnte da dann quasi auch von so einer Art Corona-Klassismus sprechen. Diese Zusammensetzung von Corona-Klassismus oder von Corona-Klassismus, ich weiß nicht, ob man das so richtig machen kann. Man kann es allerdings machen bei einem anderen Thema, bei Klima, bei der Klimafrage. Da gab es vorher schon den Begriff Umweltrassismus. Umweltrassismus heißt, dass die Zerstörung der Umwelt People of Color stärker trifft und Menschen halt im globalen Süden stärker trifft als Menschen, die reich sind oder die weiß sind und die halt im Norden wohnen. Und ähnlich gibt es auch Umweltklassismus. Ich war 2006, also vor fast 15 Jahren, in New Orleans, als damals der Hurricane Katrina, der auch zu tun hat eben mit der klimatischen Erwärmung. Der hat damals eben New Orleans quasi zerstört. Der hat so einen Damm zum Einbruch gebracht. Und das hatte dann zur Folge, dass vor allen Dingen die Gebiete der Armen, die zugleich People of Color waren, zerstört hat. Die Reichen und Weißen oder die Wohlsituierten und Weißen lebten halt in Gegenden, die nicht überschwemmt wurden. Und die Hilfe, die es dann allerdings gab, war auch so ausgelegt, dass sie dann eben zuerst dieses Sportstadion gerettet haben. Und Gelder für die Ärmeren gab es gar nicht. Ich habe dann selber in so einem Projekt mitgemacht, wo wir dann auch eine Schule renoviert haben, die ein Jahr lang halt leer stand, weil die nicht renoviert wurde. Und das heißt, die Kinder sind auch nicht zur Schule gegangen. Es war die Martin Luther King Schule, das heißt eine Schule für People of Color auch für. Und das ist dann halt Umweltrassismus, der dann gleichzeitig auch ein Umweltklassismus war. Ja, und heutzutage könnte man auch von einem Klimaklassismus sprechen. Die sogenannte Klimakatastrophe, was ja keine Katastrophe ist, sondern auch nicht menschengemacht, sondern gesellschaftlich gemacht. Ja, ich spreche nicht so gerne von menschengemachter Klimakatastrophe, weil das können Neugeborene dafür, dass wir diese Klimakatastrophe haben. Es ist halt eine gesellschaftlich gemachte Klimakatastrophe. Und die wirkt sich dann eben auch klassistisch aus. Ja, das kann eben auch dazu führen, dass jetzt der Begriff Klassismus plötzlich Konjunktur hat. Der Begriff Klassismus vor 10 Jahren kannte den keiner. Ne? Es gibt ja eine Gruppe, die nennt sich Klassismus ist keine Kunstepoche. Kick heißen die, um dann nochmal deutlich zu machen. Es ist nicht Klassizismus gemeint, sondern Klassismus. Und der Begriff Klassismus, das ist eigentlich ein bisschen verwunderlich, dass der Begriff sich bislang immer noch nicht wirklich durchgesetzt hat, weil der Begriff scheint älter zu sein als die anderen Antidiskriminierungsbegriffe, bis auf Antisemitismus vielleicht. Als ich in den Vereinigten Staaten angefangen habe, zu forschen, bin ich zurückgegangen bis in die 60er Jahre. Ich dachte halt, der Begriff Classism wäre halt in den 60er Jahren entstanden. Ich habe mir dann auch den Schriften durchgelesen von den Furies. Das war ein lesbisches Kollektiv von ArbeiterInnen-Töchtern, die den Begriff Classism dann zum ersten Mal auch politisch wirkmächtig gemacht haben, in dem Sinne, dass danach auch sie wieder zitiert wurden und der Begriff dann über sie dann auch in den Diskurs quasi reinkam.
Vorher war das immer nur sporadisch. Später habe ich dann entdeckt, den Begriff Klassizismus gab es schon Anfang des 20. Jahrhunderts. Der ist dann aber wieder untergegangen. Und jetzt gerade habe ich einen Artikel gelesen im Neuen Deutschland von einem Historiker, Riccardo Altieri. Der hat herausgefunden, dass der Begriff Klassizismus schon im 19. Jahrhundert verwendet wurde. Und die Begriffe Rassismus und Sexismus, die sind aus dem 20. Jahrhundert. Das heißt, der Begriff Klassizismus ist älter als der Begriff Rassismus, Sexismus, wurde dann aber später als eine Art Parallelbildung neu gegründet. Ja, der Begriff Klassizismus ist untergegangen und kam dann erst später mit den, ja, mit den Kämpfen halt, mit den antisexistischen, antirassistischen Kämpfen kam dann der Begriff plötzlich auch wieder auf. In Deutschland dann allerdings sehr viel später. In Deutschland hatten wir den Begriff Klassizismus zum ersten Mal über Anja Mollenwelt, eine Holländerin. In Deutschen gab es das Buch Scheidelinien von ihr über Sexismus, Rassismus und Klassismus. Das hat aber nicht gewirkt. Das ist dann auch wieder untergegangen und dann erst seit 15 Jahren wird eigentlich in Deutschland über Klassismus gesprochen. Das ist ein bisschen verwunderlich. Warum das verwunderlich ist, da werde ich gleich auch nochmal drauf eingehen. Ich werde jetzt aber erstmal auf die Frage eingehen, was heißt eigentlich Klassismus? Und Klassismus ist ein Antidiskriminierungsbegriff. Ich sage immer bei Klassismus, das ist ein Begriff mit einem Ausrufzeichen dahinter. Und damit meine ich, dass der Begriff Klassismus nicht in erster Linie ein Analysebegriff ist. Das ist nicht in erster Linie ein akademischer Begriff, genauso wenig wie Sexismus in erster Linie ein Analysebegriff ist, sondern Sexismus ist auch ein Begriff mit einem Ausrufzeichen dahinter. Und zwar soll der ermächtigen. Also der Begriff Sexismus soll Frauen ermächtigen, darin, dass sie sagen können, dass sie halt Gewalt benennen können, dass sie sexistische Gewalt benennen können und sagen können, das ist sexistisch und damit heißt das Stopp. Ne? Das heißt, das ist halt wichtig, um zu intervenieren. Ne? Oder du bist ein Sexist, also auch eine Benennungsmacht zu haben. Das heißt, Begriffe wie Rassismus, Sexismus und Klassismus sind meiner Meinung nach in erster Linie da für die Menschen, die von dieser Gewalt, von dieser Ausgrenzung betroffen sind, von der Diskriminierung betroffen sind. Und deswegen haben wir damals auch, also Heike Weimach und ich, nicht jetzt eine Analyse gemacht des Klassenbegriffs, um das möglichst eng zu fassen, sondern wichtig ist erstmal, dass die Menschen einen Begriff haben, mit dem die ihr Gefühl, dass sie halt, die merken das halt, irgendwas stimmt hier nicht, irgendwie werde ich hier benachteiligt, damit die dieses Ergriffensein von dem Bewusstsein der Benachteiligung auf den B-Griff bringen können. Also vom R-Griff zum B-Griff. So, und dafür ist der Begriff Klassismus da. Gut, dann könnte ich jetzt eigentlich gehen. Aber ne, man kann natürlich den Begriff auch noch weiter füllen und das ist auch sinnvoll. Und zwar hat der Begriff Klassismus als Diskriminierungsbegriff genauso viele Gesichtspunkte wie die anderen Antidiskriminierungsbegriffe auch. Und Iris M. Young, eine Forscherin, die zur Diskriminierung geforscht hat, die hat einen Artikel geschrieben, Five Faces of Oppression, also fünf Gesichtspunkte der Unterdrückung, und sprach dann davon, dass jede Diskriminierungsform sich abbildet in Macht, in Machtverhältnissen, in Gewalt, in Ausbeutung, in Marginalisierung und in Kulturimperialismus. Das sind diese fünf Faces, diese fünf Gesichtspunkte, unter denen man halt Diskriminierung betrachten kann. Also Diskriminierung ist nicht einfach nur Vorurteil, ne? Sondern es findet halt statt als Macht, es findet statt als Gewalt, es findet statt als Ausbeutung, es findet statt als Ausgrenzung und es findet statt als Kulturimperialismus. Was das jetzt ist, das will ich jetzt alles nach und nach abhandeln. Das heißt, ich habe jetzt eine Struktur vorgegeben. Ich werde jetzt diese fünf Dinge, diese fünf Gesichtspunkte, Aspekte da durchgehen. Und zwar fange ich an mit Gewalt. Und zwar hängt Diskriminierung immer auch mit Gewalt zusammen. Jede Diskriminierungsform ist potenziell tödlich. Also das heißt, Rassismus kann tödlich sein, Sexismus kann tödlich sein, aber Klassismus kann auch tödlich sein. Das ist, kann da auch keine Hierarchien machen. Es gibt bestimmte Bereiche, in denen vielleicht Sexismus stärker ist als Rassismus. Es gibt dann wiederum andere Bereiche, wo Antisemitismus stärker ist. Und aber jede Diskriminierungsform ist potenziell tödlich, ist potenziell eine Lebensgefahr für Menschen, die betroffen sind.
Und ist immer auch verknüpft mit Gewalt. So, und mit Gewalt meint damit ich jetzt nicht nur eine symbolische Gewalt, sondern eben auch tatsächlich eine brachiale Gewalt, eine Gewalt, die verletzt, aber auch strukturelle Gewalt. Und beim Klassismus es ist halt wichtig zu wissen, dass wir eben auch in einer Klassengesellschaft leben, dass wir in einer Gesellschaft leben, die geprägt ist von Klasse. Nicht allein von Klasse, ne? Wir haben auch eine patriarchale Gesellschaft und so weiter, aber wir haben eben auch tatsächlich eine Klassengesellschaft und diese Klassengesellschaft wurde hergestellt, und zwar wurde die mit Gewalt hergestellt. Da gibt es eben von Karl Marx die Analyse, dass er meinte, der Kapitalismus ist jetzt nicht einfach entstanden, weil die technokratische Entwicklung das ermöglicht hat, irgendwelche Maschinen herzustellen, und mit diesen Maschinen konnte man dann Stoffe herstellen, und dann brauchte man eben Schafe, und dann wurden die Bauern vertrieben und so weiter, dann hatte man diese Manufakturen und dann Fabriken. Also so ist der Kapitalismus nicht entstanden, sondern der Kapitalismus ist entstanden gleichzeitig auch mit der Fabrikation quasi der Fabriken und der Fabrikation der Fabrikarbeiter und Fabrikarbeiterinnen. Die wurden, auch die Menschen, die in den Fabriken gearbeitet haben, wurden fabriziert, die wurden hergestellt. Die wurden in einem 400-jährigen Prozess hergestellt, sagt Karl Marx, von Gewalt und Folter. Es gab damals die sogenannten Vagabundengesetze, wo Menschen, die keine Bleibe hatten oder keine Arbeit hatten, denen wurde verboten, in eine andere Stadt zu ziehen. Wenn die dabei erwischt wurden, wurde die Hand abgehackt, und das stand auch Todesstrafe drauf und so weiter. Das heißt, es gab sehr viel Gewalt, mit der dann die Bereitschaft hergestellt wurde, dass die Menschen in Fabriken arbeiten. So, mit Gewalt, aber auch mit Pierre Bourdieu führt das aus in Überwachen und Strafen, die Geburt der Gefängnisse, da führt er das aus, wie halt die ganzen Disziplinarinstitutionen entstanden sind. Ja, also von den Klostern über Arbeitshäuser, über dann auch Militär natürlich, Preußen sehr wichtig, also Foucault hat gesagt, mit jedem Sieg der preußischen Armee ist die Disziplinargesellschaft weiter vorgerückt mit dem ganzen Exerzieren und so weiter. Das heißt, die Gewalt war dann gekoppelt mit Disziplinierung. Und das war dann eine Internalisierung halt von der Gewalt, eine Internalisierung von Gewalt. Und damit ist die Klassengesellschaft auch hergestellt worden. Das ist wichtig. Die Klassengesellschaft ist nach Marx auch über Gewalt hergestellt worden, indem die Klassen hergestellt wurden. Die Klassen als Klassen, so wie wir sie heute kennen, dass eben die Menschen bereit sind, sich ausbeuten zu lassen. Und dann sind wir jetzt schon beim zweiten Begriff, nach Gewalt dann eben Ausbeutung. Wobei bei Gewalt noch zu sagen ist, Gewalt ist natürlich auch immer dann vorhanden, wenn die Leute sich wehren. Ja, das, wenn die halt keine Lust haben, 12 Stunden am Tag zu arbeiten. Ja, wenn es halt, dann gibt es Aufstände, dann gibt es halt Streiks und die werden niedergeschlagen. Und in Deutschland ist es halt sehr friedlich momentan und in den letzten Jahrzehnten relativ friedlich, weltweit gesehen, aber auch geschichtlich gesehen. Aber dahinter steckt natürlich auch eine Gewaltdrohung, ne, weil das Eigentum in Deutschland ist sakrosant. Ne, das heißt, das Eigentum darf nicht angetastet werden. Und auch das Privateigentum, also auch das Eigentum an Produktionsmitteln nicht. Das ist sehr stark geschützt und das hat natürlich auch zu tun mit Machtverhältnissen. Gut, Gewalt. Gleichzeitig ist es noch so, dass Gewalt, obwohl die Menschen, die wenig Geld haben oder die keine Unterkunft haben oder die keine Arbeit haben oder geringe Bildungsabschlüsse haben, obwohl die am stärksten betroffen sind von Gewalt. Es gibt Obdachlosenmorde. Es gibt Obdachlosenmorde, genauso wie es rassistisch motivierte Morde gibt, gibt es Morde gegen Obdachlose. Die werden ermordet, nur weil sie obdachlos sind. Eine ganz extreme klassistische Gewalt, eine tödliche Gewalt. Obwohl es diese Gewalt gibt, wird Gewalt gleichzeitig so gesehen, als wären die Menschen der unteren Klasse die Gewalttäter. Es gibt den Begriff Proll zum Beispiel. Der Begriff Proll ist ein Begriff, der vielleicht nicht direkt mit brachialer Gewalt verknüpft ist, aber schon mit so einer Art über Grenzen gehen, nicht sensibel sein,
frauenfeindlich und so weiter, aber auch durchaus Kneipenschlägereien oder was weiß ich, was man da so mit assoziiert. Das heißt, Gewalt wird projiziert auf untere Schichten. So, das sind dann halt die Gewalttäter, während halt die oberen Schichten eben feinsinniger sind, ne, die sind dann nicht so gewalttätig und so weiter. Da gibt es auch nochmal so eine Zuschreibung. Und diese Zuschreibung stimmt nicht. Es gibt in allen gesellschaftlichen, wenn man sich allein die sogenannte familiäre Gewalt, die sogenannte Familientragödien, wie das immer so euphemistisch, also so verharmlosend heißt, sich das anschaut, dann gibt es das in allen Gesellschaftsschichten, also in allen, nicht nur bei Ärmeren. Gut, Gewalt. Ausbeutung, weil es geht natürlich dann auch um Ausbeutung. Man kann Menschen nur ausbeuten, wenn im Hintergrund die Gewalt steht. Und Ausbeutung ist natürlich ein Klassenbegriff per se. Das ist eben auch Karl Marx, der eben sagt hier, der Kapitalismus funktioniert so, dass die Besitzer an Produktionsmitteln Menschen ohne Produktionsmittel für sich arbeiten lassen und die kriegen dann halt das als Lohn, was sie erarbeitet haben, minus den Mehrwert. Und der Mehrwert ist das, was sie nicht zum Überleben brauchen, also was sie nicht brauchen, um ihre Arbeitskraft wiederherzustellen. Das heißt, die Kapitalisten nehmen sich quasi einen Surplus, einen Mehrwert, den die Arbeiter und Arbeiterinnen erwirtschaften. Und die Arbeiter und Arbeiterinnen verhungern dann nicht. Ne? Die kriegen ja das, was sie zur Wiederherstellung der Arbeitskraft brauchen. Aber sie können noch nichts ansparen. Wenn wir uns die Vermögensverhältnisse anschauen in Deutschland, dann bildet sich das genauso ab. Die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland hat kein Vermögen. Ja, die haben nichts. Wenn die halt, wenn der Kühlschrank kaputt ist, haben die ein Problem. So. Also haben nichts angespart. Obwohl natürlich der Reichtum in Deutschland immer, immer, immer größer wird. Da gibt es von Thomas Piketty, gibt es die Studien, die er in seinen Büchern Kapital und Ideologie veröffentlicht hat. Das sind immer so ganz dicke Schinken, so über 1000 Seiten, wo er sich die Vermögensentwicklung genau anschaut. Und er sagt, es gibt ein Riesenproblem. Und zwar im Kapitalismus ist es so, dass bei den Superreichen das Vermögen viel schneller anwächst als die Produktivkraft der Produktionsmittel. Das heißt, die werden unangemessen immer reicher. Die werden nicht entsprechend der Gesellschaft immer reicher, sondern die haben einen immer größeren Teil des Vermögens, haben die sich angeeignet. Und jetzt vom DIW gab es ja letztens eine Studie, wo die herausgefunden haben, dass es nicht stimmt, dass das oberste Prozent in Deutschland um die 22% der am Vermögen besitzt, sondern die besitzen 35%. Das heißt, mehr als ein Drittel des Vermögens in Deutschland gehört 1%. Tendenz steigend. Das ist halt, und damit kann man sagen, okay, so ganz falsch liegt Karl Marx da nicht, wenn er sagt, Kapitalismus bedeutet, dass die Menschen, die arbeiten, nur das bekommen für ihre Arbeit, was sie am nächsten Tag wieder brauchen, um wieder halt arbeiten gehen zu können. Das ist halt, und das ist Ausbeutung. Die werden quasi betrogen um den Mehrwert. Gut, Ausbeutung, das war jetzt Ausbeutung nach Karl Marx, aber Ausbeutung findet auch noch anders statt. Ausbeutung, es gibt ein Buch in Schweden, das ist übersetzt mit geballter Faust in der Tasche, von Linken, aus der linken Szene, die ein Buch geschrieben haben über, wie sie als Menschen aus der Arbeiterschicht oder aus einer ärmeren Herkunftsgruppe, wie sie das empfinden, in der linken Szene zu sein. Und das war ein sehr wütendes Buch, weil sie gesagt haben, in der linken Szene wird nicht über Geld gesprochen, aber es ist da. Und es sind doch die Unterschiede da. Und ich habe selber in meiner Erfahrung halt, als ich jünger war, war ich so in einer Hausbesetzer-Szene aktiv. Und da war das dann so, dass die Leute, die halt, es waren alle irgendwie aktiv, aber die Leute, die dann Lehrer als Eltern hatten, die waren dann so eher dafür zuständig, halt mit der Presse zu reden. Und die Leute, die dann halt aus der Arbeiterschicht kamen, die haben dann eher so Plakate geklebt. Das, also eine ganz ähnliche Arbeitsteilung, wie es sie auch in
patriarchalen Verhältnissen gibt, ne, wo dann auch bestimmte Aufgaben, reproduktive Aufgaben an Frauen verteilt werden und Männer dann eben das, das machen, wo es mehr Anerkennung für gibt, wo es was auch interessanter ist und so weiter. Das müsste man aber nochmal genau untersuchen. Das ist jetzt aus dem Bauch heraus meine Erfahrung als Fabrikarbeiterin-Sohn. Ich weiß nicht, ob es dazu Studien gibt. Das wäre aber mal spannend zu schauen, ob es tatsächlich auch im Alltag solche Ausbeutungsverhältnisse gibt. Gut, Macht, Ausbeutung, Gewalt, Ausbeutung, fehlt noch Macht, Marginalisierung und Kulturimperialismus. Ich mache mal weiter bei Marginalisierung, bei Ausgrenzung, an Rand drängen. Da kann man ja verschiedene Formen unterscheiden. Einerseits natürlich das, was unter Gentrifizierung zu verstehen ist, eine Ausgrenzung, halt eine räumliche Ausgrenzung, wo halt Menschen, die halt in intakten Gegenden gewohnt haben, wo die Miete auch relativ gering war, wo sie dann quasi rausgedrängt werden und auch keine Möglichkeit haben, sich dagegen zu wehren und oder sind sehr geringe Möglichkeit haben, sich zu wehren, was dann auch sehr schnell wieder gewalttätig wird und ja, wo es einfach Verdrängungsprozesse gibt, ne? Und diese Verdrängungsprozesse bilden sich dann halt im Stadtviertel ab. Und das heißt dann nicht, dass die Gegenden, wo dann die Armen wohnen, dass es da tatsächlich auch am billigsten ist. Es gibt eine Studie aus San Francisco, die haben herausgefunden, dass Menschen in den ärmeren Vierteln mehr Geld ausgeben müssen, also absolut gesehen mehr Geld ausgeben müssen für ganz normale Lebenshaltungskosten wie Bankgebühren oder ja, Wege zurückzulegen mit dem Bus und so weiter, also die ein höheres Alltagsaufkommen haben als Menschen in reicheren Gebieten. Das ist einfach billiger zu wohnen. Vielleicht abgesehen von der Miete. Aber genau. Also das ist halt diese eine Ausgabe. Da kommt jetzt auch nochmal eben dieser, das, was ich vorhin meinte, dieser Klimaklassismus, dieser Umweltklassismus spielt da eine Rolle. Wer wohnt wo? Ja, und man kriegt dann vielleicht demnächst günstigen Wohnraum, der dann aber auch gefährdet ist. So klimamäßig gefährdet ist. Oder man hat eben dann günstigen Wohnraum an der Autobahn oder unter dem Flughafen. So, das ist quasi, wo dann auch Gesundheitsfragen auch nochmal eine Rolle spielen. Das wäre quasi eine Ausgrenzung, eine Marginalisierung auf der Stadtebene oder auf dem Territorial. Ein Schwerpunkt heute ist dann von dem Vortrag Bildungsbenachteiligung. Auch das ist Marginalisierung. Und zwar kennen wir das ja von der PISA-Studie. Die PISA-Studie ist ja damals eingeschlagen. Das war auch schon fast 20 Jahre her. Die erste PISA-Studie hat Deutschland so zweimal traumatisiert. Also ein Land kann nicht traumatisiert sein, aber es war so ein Schock, der PISA-Schock. Das war nicht ein doppelter PISA-Schock. Der erste Schock war, Deutschland ist gar nicht das Land der Dichter und Denker, sondern wir haben, und die deutschen SchülerInnen sind ja sehr viel schlechter im Schnitt als weltweit die Schüler und Schülerinnen der OECD, ne, der sogenannten entwickelten Staaten. So, das war so der erste Schock, ne, die deutschen Kinder sind dumm. So, und der zweite Schock war dann gekoppelt daran, die Benachteiligung von Arbeiterkindern ist größer als in allen anderen Ländern. Die Punktzahl von Kindern ist nirgendwo so sehr gekoppelt an der sozialen Herkunft wie in Deutschland. Spitzenreiter war dann Finnland. Finnland war in beiden Bereichen super, in beiden Bereichen quasi auf dem ersten Platz. Die haben es geschafft, dass die finnischen Schüler und Schülerinnen am besten abgeschnitten haben, am meisten Punkte erzielt haben und sie hatten die geringste Kopplung an sozialer Herkunft. So, das ist ein doppelter PISA-Schock gewesen. Reagiert wurde dann aber nur in einer Richtung. Ich habe das selber mal erfahren. Ich habe dann mitbekommen, in der fünften Klasse, wo dann der Lehrer meinte,
zu den Eltern, die jetzt da ihre Kinder eingeschult haben in der 5. Klasse. Ja, wir wissen ja jetzt PISA, ne? Da müssen wir uns jetzt alle mehr anstrengen. Und das heißt, zusätzlich zu dem Schulmaterial, was wir haben, ist es halt wichtig, dass noch diese Broschüre gekauft wird und diese Broschüre und so weiter. Das heißt, es müssen ganz viele Broschüren noch extra gekauft werden, damit die Schüler besser werden. Das wurde halt quasi, es wurde nur auf den einen Schock reagiert, nämlich dass die Schüler schlechter abgeschnitten haben. Es wurde überhaupt nicht darauf reagiert. Es gab auch keine einzige Maßnahme seit PISA, dass tatsächlich die Kinder, dass diese Ungerechtigkeit aufgehoben wird. So, zu der Ungerechtigkeit komme ich jetzt nicht allein auf Schule bezogen. Es gibt übrigens in allen Bereichen, also von der Kita, in der Kita gibt es Benachteiligung aufgrund der sozialen Herkunft, da gibt es die sogenannte AWO-Studie von der Arbeiterwohlfahrt, die haben mehrere Studien ist das da? Das? Ah, okay, ja. Okay, klappt. Genau, das, ja, Kita, Schule, da werde ich gleich drauf eingehen. Und das hier ist Hochschule. Wenn man sich das anschaut bei der Hochschule, dann sieht man von 100 Nicht-AkademikerInnen-Kindern und fangen 21%, also ein Fünftel ungefähr, fängt an zu studieren. Und bei AkademikerInnen-Kindern sind es 74%. Das ist quasi drei Viertel. Das ist halt, und das ist jetzt kein Extremgruppenvergleich, sondern das ist, dass dieser Vergleich meint einfach nur einen Vergleich von Familien, wo die eine Familie mindestens einen Akademiker in der Familie hat, eine Akademikerin in der Familie hat, gegenüber Familien, wo niemand studiert hat. Das ist der einzige Unterschied. Und dieser eine Unterschied, der führt schon dazu, dass es eben so große Unterschiede gibt, ne? 20%, 21% der Nicht-AkademikerInnen-Kinder studieren und 74% der Akademiker-Kinder studieren. Nur weil ein Elternteil zufällig studiert hat. So, das ist halt so das schon mal sehr krass. Wenn man jetzt einen Extremgruppenvergleich machen würde, meinetwegen BezieherInnen von Hartz IV mit Hauptschulabschluss, ne, gegenüber Professoren, ne, also Kinder von ProfessorInnen, dann hätten wir natürlich immer ganz andere Zahlen. Das heißt, das ist ein sehr harmloser Vergleich eigentlich, aber der bringt schon so krasse Unterschiede hervor. Dürfte es eigentlich nicht geben. Ne? Eigentlich steht im Grundgesetz, niemand darf aufgrund seiner sozialen Herkunft benachteiligt werden. Das steht da drin. Das ist erst nachträglich reingeschrieben worden. Ursprünglich sollte das nicht drinstehen im Grundgesetz. Ganz zum Schluss ist es dann irgendwie noch so reingemogelt worden, nicht reingemogelt, da hat jemand sich durchgesetzt, dass es da drin steht. Ja, aber es steht halt drin, im Grundgesetz, niemand darf aufgrund der sozialen Herkunft benachteiligt werden. Und das hier ist meiner Meinung nach ganz klar verfassungsfeindlich. Ist nicht mit der Verfassung konform. So. Oder verfassungsfeindlich, ich weiß nicht, ob das der richtige Begriff ist, entspricht jedenfalls nicht der Verfassung, ist grundgesetzwidrig, meiner Meinung nach. Gut, und das geht aber weiter. Ja, dann haben wir halt, das sind jetzt Studienanfänger, 21% gegenüber 74%. Dann haben wir Bachelor. Bachelor ist eine neue Hürde, die ist neu eingeführt worden. Die gab es, als ich angefangen habe zu studieren, gab es keinen Bachelor. Da gab es nur ein Studium, das war eingeteilt in Grundstudium und Hauptstudium. Und Grundstudium heißt, die Anforderungen waren ein bisschen geringer als im Hauptstudium und für BAföG-Empfänger hieß das, man musste das Grundstudium in der Regelstudienzeit haben, sonst ist es BAföG. Sonst hat man kein BAföG mehr bekommen. Aber ansonsten wurde einfach weiter studiert an der gleichen Hochschule. Ja, und mit der Einführung von Bachelor und Master ist das nicht so klar. Ne? Wenn man halt einen Bachelor gemacht hat, heißt das nicht zwingend, dass man an der gleichen Hochschule einfach dann weiter studieren kann und dann den Master macht. Das ist eine tatsächliche Hürde. So, und diese Hürde führt dazu, dass es halt wiederum eine Selektion gibt. Es werden wieder Studierende ausselektiert nach der sozialen Herkunft. Ja? Und zwar machen dann nur noch
Von denen, die dann halt von diesen 21%, die angefangen haben zu studieren, machen nur noch 70% weiter, also es sind nur noch 15%, die dann einen Master-Studiumgang machen, während bei den Studien, bei den Masterstudierenden das eben mit Akademikern als Eltern 63% sind. Da haben wir schon den Vergleich von 15 zu 63%. So, noch deutlicher wird es dann eben bei Promotion. Wer macht eine Promotion? Also wer fängt eine Promotion an? Auch da ist wieder die Selektion sehr viel größer. Da stehen sich dann an Promoventen stehen sich dann 8 gegenüber 45 gegenüber. Und beim Abschluss, na, wer kriegt dann einen Doktor oder wer kriegt diesen Abschluss, sind das dann 1% von 100 Nicht-Akademiker-Kindern gegenüber 10% von Akademiker-Kindern. So. Und dann, da schließen dann, das hört ja da nicht auf, sondern da schließen dann die Studien von Michael Hartmann an. Michael Hartmann aus Darmstadt, von der TU Darmstadt, der hat, das ist ein Elitenforscher, der hat sich so verschiedene Kohorten angeschaut. Also Kohorten sind so Jahrgänge von Doktoranden oder von Leuten, von Doktoren, Doktorinnen, die dann auch ihren Lebenslauf reingegeben haben, hat dann so geguckt, was war in den 50er Jahren, 60er Jahren, 70er Jahren und hat da dann festgestellt, dass auch da dann immer noch die soziale Herkunft eine Rolle spielte. Das heißt, wenn man einen Doktorgrad erreicht hat, dann werden die Leute nicht gleich behandelt, obwohl es der höchste Abschluss ist, sondern auch da spielte nochmal die soziale Herkunft eine Rolle. Und der hat dann auch so eine Anekdote irgendwann erzählt, dass zwei Doktorandinnen von ihm oder zwei Doktorinnen von ihm, die bei ihm sich haben prüfen lassen, zwei Doktorinnen von ihm in Soziologie haben dann unterschiedlich weitergemacht. Die eine war kam aus den unteren Schichten, die war dann erstmal arbeitslos und die andere hieß Habermas und die hat dann gleich weiter natürlich Karriere gemacht. Das ist halt, auch da spielt das immer eine Rolle. Ja, und Francis Seeg hat ein Buch geschrieben zur Beerdigungskultur und da spielt natürlich auch nochmal eine Rolle, wer Geld hat und wer kein Geld hat, also auch beim Tod ist es nochmal wichtig. Aber es fängt schon vorgeburtlich an. Also vorgeburtlich haben wir jetzt seit 2006 auch ungefähr, 2006, 2007, da bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher, haben wir das Elterngeld. Und das Elterngeld hat das Erziehungsgeld ersetzt. Das Erziehungsgeld ist in den 80er Jahren eingeführt worden und sollte sozialkompensatorisch wirken. Sozialkompensatorisch heißt, sollte ausgleichend wirken, weil im Grundgesetz steht ja drin, niemand darf aufgrund seiner sozialen Herkunft benachteiligt werden. Und deshalb gab es für ArbeiterInnenkinder bei der Geburt 2 Jahre lang 300 Euro, beziehungsweise damals 600 D-Mark. So, und das ging so 20 Jahre lang gut und dann gab es irgendwann Anfang 2000 die Diskussion, in Deutschland kriegen die Falschen die Kinder. Es ist falsch, dass die ganzen Sozialhilfeempfänger so viel Geld kriegen und für ihre Kinder. Und es gab dann nochmal Studien, die falsch interpretiert wurden. Es gab eine Studie, ich weiß nicht mehr, wer der Träger war, wo jedenfalls ganz falsche Zahlen dann die Runde machten. Die haben dann auch selber interveniert, die Leute, die die Studie erstellt haben, über die Anzahl der Kinder von AkademikerInnen, also von Frauen, die an der Hochschule tätig sind. Und das wurde total übertrieben. Da wurde gesagt, die kriegen überhaupt keine Kinder mehr. Auf der einen Seite haben wir die ganzen Sozialhilfe-Kinder, auf der anderen Seite haben wir keine AkademikerInnen-Kinder mehr. Und dann gab es eben dann die Überlegung, wir haben gleichzeitig jetzt noch einen Mangel an Ingenieuren. Wir haben zu wenig Ingenieurinnen, zu wenig Ingenieure. Und da wurde dann überlegt, okay, wir haben zu wenig Ingenieure. Also es müssen mehr Leute studieren. PISA hat ja gezeigt, dass Arbeiterkinder nicht studieren. Also braucht man mehr Akademikerkinder. So, das war dann halt die Schlussfolgerung. Dann wurde eben das Erziehungsgeld komplett gestrichen. Es wurde das Elterngeld eingeführt. Und Elterngeld ist einkommensabhängig. Das heißt, je mehr Einkommen man hat, desto mehr Geld bekommt man für seine Kinder. So, das war dann halt das Elterngeld. Das Erziehungsgeld, was eigentlich eher für Ärmere gezahlt wurde, wurde komplett gestrichen.
Das wurde dann irgendwann noch verrechnet. Also die SPD wollte eigentlich, dass es verrechnet wird, dass es nicht verrechnet wird, dass man das, dass sie dann trotzdem noch einen Sockelbetrag bekommen von 300 Euro, aber nur noch ein Jahr, nicht mehr zwei Jahre lang. Und die CDU hat dann gesagt, nee, machen wir nicht, weil da gibt es ja immer noch diese ganzen Transferbabys. Ne? Das wird jetzt mit Hartz IV verrechnet, genau wie Kindergeld auch mit Hartz IV verrechnet wird. Also wer Hartz IV bekommt, der bekommt kein Kindergeld, der bekommt kein Elterngeld. Und das ist Absicht, weil die sollen ja jetzt keine Kinder kriegen, sondern es wurde in dem Zeitraum ja auch der Niedriglohnsektor geschaffen. Und wenn die Menschen da dann Kinder kriegen und dann noch Geld kriegen, weil sie Kinder kriegen, dann arbeiten die ja nicht für einen Apfel und ein Ei in diesem Niedriglohnsektor. Ja, das heißt, das fängt quasi schon vorgeburtlich an. Vorgeburtlich wird schon klargestellt, Arbeiterkinder kriegen weniger Geld als Akademikerkinder, und das ist Absicht, weil wir wollen mehr Akademikerkinder, wir wollen weniger Arbeiterkinder. Auf den Punkt gebracht hat das dann ein bisschen später Thilo Sarrazin. Der hat dann ja das Buch geschrieben, Deutschland schafft sich ab, und da hat er ja sehr deutlich dann klar gemacht, es gibt eben eine Erbintelligenz, ne? Es gibt eine Erbintelligenz, die einmal sich unterscheidet halt nach, er hat dann geschrieben nach Rassen, das wurde dann aber vom Verlag damals alles gestrichen. Per Copy und Paste wurde das alles, per Ersetzungssuche wurde das alles gestrichen, es wurde dann Rasse durch Ethnie ersetzt. Es gibt halt ethnische Unterschiede, erbintelligenzmäßig. Menschen aus dem arabischen Raum oder aus dem islamischen Raum haben eine geringere Erbintelligenz als Menschen aus Europa oder vielleicht sogar aus Asien. Ne? Aber es gibt auch in Deutschland selber dann nochmal einen Unterschied in der Erbintelligenz. Und zwar haben Arbeiter eine geringere Erbintelligenz als Akademiker, ne? Intelligenz vererblich. Und das sind so rassenhygienische Theorien, die kommen direkt aus dem Nationalsozialismus. Ich konnte das nachweisen, dass eben von Ottmar von Verschür, der war damals Zwillingsforscher im Zweiten Weltkrieg, also im Nationalsozialismus. Er war der Direktor vom Kaiser-Wilhelm-Institut für Rassenhygiene, Eugenik und noch was. Und das war der Doktorvater von Josef Mengele, ne, von Auschwitz. Und die haben dann kooperiert. Und Mengele hat dann Menschenmaterial nach Dahlem geschickt zu Professor Verschür, der da dann seine Zwillingsforschung, der hat ihm quasi einen Auftrag, das ist ein Auftrag gegeben, er bräuchte halt Augen und so weiter. Und Mengele ist ja dieser Folterarzt, ne? Das ist quasi das Böse schlechthin. Also. Und genau, und Verschür war dann halt nach dem Zweiten Weltkrieg in Münster, wo ich wohne, war der dann Institutsdirektor, also von der Uniklinik, hat da dann das erste humangenetische Institut aufgebaut in Deutschland. Und mit dem Geld übrigens vom Atomministerium von Franz Josef Strauß, er hat dann kooperiert mit dem Atomministerium, er hat gesagt, er hat eine Auftragsarbeit gemacht und hat gesagt, okay, er kann nachweisen, dass Atomstrahlung nicht dem menschlichen Genom schadet, ne? Und hat dafür dann ganz viel Geld gekriegt, und mit dem Geld konnte er dann das Humangenetische Institut aufbauen, und mit diesem Humangenetischen Institut hat er dann diese ganzen Nazi-Forscher, diese ganzen Erbintelligenz, Rassenhygieniker auch nach Münster geholt, und die haben dann weitergeforscht und haben dann mitgemacht bei einer internationalen Zeitschrift, die in den 50er Jahren entstanden ist, Mankind Quarterly. Die wurde in den Vereinigten Staaten gegründet, wo die wurde gegründet, nachdem die sogenannte Rassentrennung aufgehoben wurde, ne, wo dann halt die weiße und schwarze Kinder gemeinsam unterrichtet wurde, Ende der 50er Jahre. Das wurde ja auch mit Polizeigewalt durchgesetzt gegen die Rassisten. Und da haben dann die Rassisten gesagt, okay, wir haben verloren, wir brauchen eine rassistische Internationale, eine rassistische wissenschaftliche Internationale. Und das war dann eben dieses Mankind Quarterly, was dann mit Rassisten aus der ganzen Welt zusammen, aus Südafrika, aus Deutschland eben, Verschür und so weiter, zusammengebastelt wurde. Und aus Mankind Quarterly hat dann der Thilo Sarrazin seine Ideen hergehabt, ne? Dass Intelligenz vererblich ist und so weiter. Und das war aber, das ist jetzt, klingt alles sehr, sehr krass, aber wenn man sich jetzt anschaut, wie das Elterngeld entstanden ist, dann ist das tatsächlich eine Grundlage dafür. Ja, und das heißt, das Elterngeld ist eine rassenhygienische Maßnahme gewesen. Weil als die Rassenhygiene gestartet wurde, das war so
um 1900 herum, ja doch 1900 herum, dass das Archiv für Rassenhygiene entstanden. Das war eine Zeitschrift, die erste rassenhygienische Zeitschrift. Und in der ersten Ausgabe vom Archiv für Rassenhygiene gab es einen Artikel gegen die Verproletarisierung der Deutschen. Und die beste Maßnahme gegen die Verproletarisierung der Deutschen sei, wenn man den Reichen mehr Geld für die Kinderaufzucht gibt als den Armen. Und dann gleichzeitig hat dann der Autor geschrieben, aber das ist in dieser Gesellschaft nicht durchsetzbar. Das war das Kaiserreich. Es hat dann 100 Jahre gedauert und nach 100 Jahren hat dann die SPD dieses Gesetz umgesetzt, dass Menschen, die viel Geld verdienen, mehr Geld kriegen für die Kinderaufzucht als Ärmere, die gar kein Geld kriegen, weil die auch gar keine Kinder kriegen sollen, weil die Kinder wollen wir ja nicht. Das heißt, das fängt schon vorgeburtlich an, ne, und ist dann nochmal verknüpft mit Rassismus und so weiter. Geht dann weiter über Kita und dann kommen wir eben zur Grundschule. Da gibt es diese Studie von IGLU, IGLU Internationale Grundschulleseuntersuchung. Das ist ein Bestandteil einer internationalen Forschung, genau wie bei PISA. Gibt es ja nationale Forschung zu PISA, aber das Ganze ist ja eine internationale Forschung der OECD-Staaten. Und das ist quasi dann auch das gleiche wie PISA, aber nicht für 14-Jährige, sondern auf Viertklässler bezogen. Und bei den Viertklässlern wird dann in Deutschland nochmal extra geschaut. Also weltweit heißt das PIRLS und in Deutschland heißt das IGLU, Internationale Grundschulleseuntersuchung. Und da wurde festgestellt, dass die Empfehlung zum Gymnasium abhängig ist von der sozialen Herkunft. Also die Empfehlung der Lehrkräfte, welches Kind soll zum Gymnasium, welches Kind soll nicht zum Gymnasium, das ist nicht einfach nur abhängig von der Intelligenz oder von der Leseleistung, sondern das ist auch abhängig von der sozialen Herkunft. Und das kann man sich jetzt genau anschauen, das sind die Zahlen, da ganz rechts, 2001, 2006, 2011, 2016. Die haben jedes Mal, wenn die diese Studie gemacht haben, alle 5 Jahre, das auch erhoben und haben dann auch verschiedene Modelle. Modell 1 meint, das ist ein Vergleich der verschiedenen IGP-Gruppen, also der verschiedenen der Klassen, kann man sagen. Also einmal die Dienstleistungsklasse, das ist die IGP 1 und 2, das sind die Reicheren, die gut gebildeten, im Vergleich zu den Working-Class-Gruppen. Ja, das sind dann Working-Class-Arbeiterklassen. Ja, das ist der Vergleich hinsichtlich der Gymnasialpräferenz, das heißt hinsichtlich der Gymnasialempfehlung. Und 2001 war das dann so, dass Kinder aus besser verdienenden Haushalten eine 4,18 mal so hohe Wahrscheinlichkeit hatten, eine Gymnasialempfehlung zu bekommen als Kinder aus ärmeren Klassen. Das dürfte es eigentlich nicht geben. Eigentlich müsste das 1 sein, ne? Weil im Grundgesetz steht, niemand darf aufgrund seiner sozialen Herkunft benachteiligt werden. Niemand kann was dafür, in welche Familie er geboren wird und oder wo er aufwächst, wo sie aufwächst. Das heißt, wenn es da Unterschiede gibt von den Familien her, dann muss die Schule das ausgleichen. So. Dann muss die Schule eben dafür sorgen, dass die Kinder, die weniger Bücher zu Hause haben, dann dass es ausgeglichen wird. Ja, das steht zum Grundgesetz. Niemand darf aufgrund seiner sozialen Herkunft benachteiligt werden und Kinder können nichts dafür. Ja, die sind 10 Jahre alt, die können nichts dafür. So, und 2006 war es dann tatsächlich ein bisschen besser, 4,06 mal so hoch, dann aber 2011 Verschlechterung, hier, also im Verhältnis, also noch ungerechter, 4,48 mal, und 2016 war es schon über 5 mal so hoch. Die Wahrscheinlichkeit von Kindern aus reicheren Elternhäusern eine Gymnasialempfehlung zu bekommen, ist mehr als 5-mal so hoch gegenüber Kindern aus ärmeren Elternhäusern. Okay, kann man sagen, ja, wir sehen das nicht so, dass jetzt die Schule das ausgleichen muss. Ne? Die sind nun mal besser, die Kinder, die sind vielleicht auch intelligenter. Gibt es vielleicht noch so Ideen von Erbintelligenz, dass die Kinder von Mathematikprofessoren dann einfach auch besser Mathe können, genetisch bedingt oder was weiß ich. Deswegen wurde dann halt Modell 2 und Modell 3 gemacht. Modell 2 lasse ich mal weg, das ist eine Mischung. Modell 3 ist Kontrolle der kognitiven Fähigkeiten und der Lesekompetenz. Das heißt, die haben nur Gruppen genommen mit der gleichen kognitiven Fähigkeit und mit der gleichen Lesekompetenz, die also genauso intelligent sind und genauso gutes Leseverständnis haben. Wenn man diese Gruppen jetzt nimmt, dann müsste man sagen, okay,
da müssten doch eigentlich eine Arbeiterkinder eine höhere Gymnasialpräferenz haben. Die müssten eigentlich häufiger empfohlen werden, weil wenn Arbeiterkinder, die keine Bücher zu Hause haben, wo niemand studiert hat und so weiter, wo die Eltern vielleicht Hauptschüler sind, Hauptschülerinnen sind, wenn die genauso gut sind, ein genauso gutes Leseverständnis haben, dann müsste das ja eigentlich einen kleinen Bonus geben, ne, gegenüber Akademikerkindern, wo die Eltern Professoren sind oder was weiß ich. Das Gegenteil ist der Fall. Bei gleicher Intelligenz, bei gleicher Leseleistung haben Arbeiterkinder gegenüber Akademikerkindern einen ganz klaren Nachteil. Also Akademikerkinder werden 2,63 mal so oft empfohlen fürs Gymnasium als Nicht-Akademikerkinder. 2006 war es 2,72 mal so hoch, 2011 3,14 mal so hoch und 2016 3,37 mal so hoch. Das ist die Zeit auch, wo die ganzen PISA-Studien herausgekommen sind. IGLU-Studie kennt keiner, ne, aber die ganzen PISA-Studien sind auch gleichzeitig herausgekommen. Und das heißt, statt aus der PISA-Studie zu lernen und zu sagen, okay, Arbeiterkinder werden benachteiligt, das darf nicht sein, ne, wir machen jetzt, ergreifen irgendwelche Maßnahmen, damit das nicht mehr so ist, ist das Gegenteil der Fall. Es wird immer schlimmer. Die Arbeiterkinder, die Zehnjährigen werden immer stärker benachteiligt. Alle 5 Jahre ganz deutlich werden sie stärker benachteiligt. Wenn man jetzt, das sind jetzt Lehrerempfehlungen, es ist von Bundesland zu Bundesland verschieden, wie dann halt die Kinder dann weiter, wer dann halt letztlich entscheidet. In der Regel haben wir Elternempfehlungen, also die Eltern, nicht Elternempfehlungen, sondern die Eltern entscheiden das, ne, nicht die Lehrer. Die Lehrer können das empfehlen. Aber wenn man jetzt die Eltern dazu nimmt, das haben die auch gemacht, dann wird es noch schlimmer, weil das so ist, dass die Eltern aus ärmeren und Familien, die keine hohen Bildungsabschlüsse haben, die orientieren sich an den Lehrkraftempfehlungen, die so ungerecht sind. Daran orientieren die sich. Die sagen, ja, der wird schon wissen. Ne? Einige sagen natürlich, ja, mein Kind soll studieren. Andere sagen, nee, mein Kind soll nicht studieren, obwohl das der Lehrer gesagt hat. Aber im Schnitt orientieren sie sich daran, weil die sagen, die Lehrer wissen das schon. Die wissen das schon besser, ne? Was ist mein Kind. Es ist aber auch nicht so, dass die Eltern sagen, mein Kind soll nicht studieren. Das war vielleicht mal in den 50er Jahren so. Inzwischen wollen die natürlich alles Beste für ihr Kind und sie wissen ganz genau, wenn mein Kind jetzt zur Hauptschule geht, hat es sehr viel schlechtere Chancen, als wenn es studiert. So, bei den Juristen, ja, oder bei den Rechtsanwälten oder bei den Medizinern oder bei den Lehrern, wenn die Kinder haben, die schicken ihre Kinder auf jeden Fall zum Gymnasium, egal was die Lehrer sagen. Ja, also so ein Jurist, ein Rechtsanwalt, ein Professor lässt sich ja von einer Grundschullehrerin nichts sagen. Dann im Gegenteil, dann wird vielleicht sogar noch mit dem Anwalt gedroht. Ja, das heißt, oder man ist selber Anwalt. Das heißt, es ist halt noch schlimmer. Das ist nicht das Ende der Ungerechtigkeit, sondern die Elternempfehlung ist quasi noch mal krasser. So, wie wird darauf reagiert? Ich habe ja schon gesagt, IGLU-Studie kennt kaum jemand. Eine PISA-Studie ist ja zur Kenntnis genommen worden, allerdings nur einseitig. Und bei der IGLU-Studie war das dann so, ich fange mal an bei der Jungen Welt. Die Junge Welt ist ja eine sehr linke Zeitung. Und da müsste man meinen, okay, das ist ein gefundenes Fressen. Ja, damit können die nachweisen, hier Klassismus, ungerechte Welt, ne, wir brauchen eine sozialistische Gesellschaft. Ne, müsste man eigentlich denken, dass sie jetzt da voll drauf abfahren und das zum Thema machen. Tatsächlich verharmlost die Junge Welt das Ganze. Die schreiben dann nämlich, da unten ist der Text, den habe ich zitiert, zugenommen hat laut der Studie auch die soziale Selektion im BRD-Grundschulsystem. 2001 war die Chance auf eine Gymnasialempfehlung für Kinder aus Familien von Besserverdienenden bereits 2,6 mal so hoch wie bei Elternhäusern ohne Einkünfte oder Eigentum. 2016 war diese Chance schon sogar 3,4 mal so hoch. Ja, das sind falsche Zahlen. Die haben diese Zahlen genommen, Modell 3, und haben gesagt, die Wahrscheinlichkeit ist jetzt 3,37 mal so hoch. Das stimmt nicht. Die Wahrscheinlichkeit ist 5,13 mal so hoch. Nur wenn man Kinder mit der gleichen Intelligenz und mit der gleichen Leseleistung nimmt, dann ist die Wahrscheinlichkeit 3,37 mal so hoch. Ja, also von wegen gefundenes Fressen. Die haben das gar nicht zur Kenntnis genommen. Junge Welt. Ne? Ich meine, wen soll man denn noch... ZDF...
Genau, ZDF, genau das Gleiche. Der ZDF hat auch darüber berichtet und wir haben geschrieben, das ist ein trauriger Befund, sagte der Studienautor Wilfried Boos, Schulforschungszentrum Dortmund, Schulentwicklungszentrum von Dortmund, sagte der Studienautor Wilfried Boos, gestiegen ist laut IGLU auch die soziale Spaltung bei den Bildungschancen. 2001 war die Chance auf eine Gymnasialempfehlung für Kinder aus oberen Schichten 2,6 mal so hoch wie bei sozial schwächeren Elternhäusern. 2016 war diese Chance 3,4 mal so hoch. Auch komplett gelogen. Ne? Also, okay, gelogen wäre es absichtlich. Ich glaube, die haben es einfach nur nicht zur Kenntnis genommen. Es gibt kein Interesse. Es gibt kein Interesse daran, sich die Zahlen anzuschauen. Auch wieder komplett die falschen Zahlen genannt. Das hier wären die Zahlen, die sie hätten nennen müssen. Dann hätten sie nochmal sagen können, wenn man jetzt die gleiche Intelligenz nimmt und so weiter, dann wird es nochmal krasser. Also, dann ist es halt auch nicht viel besser, so rum. Und dann schreiben sie auch noch von sozial schwächeren Elternhäusern. Also direkt da drin dann auch nochmal einen extrem diskriminierenden Begriff, weil sozial schwächer sind die nicht. Die sind vielleicht finanziell schwächer, ja, aber sind nicht sozial schwächer. Sozial schwach ist, das ist ein, der neue Begriff für Asoziale. Asoziale sagt man nicht mehr wegen den Nazis, aber sozial schwach meint ja das Gleiche. Und sozial schwach, manchmal wird nicht nur von sozial Schwächeren gesprochen, sondern sogar von den sozial Schwachen. Sozial schwach sind meiner Meinung nach Milliardäre, die ihre Steuern hinterziehen. Das sind sozial Schwache. Aber gerade halt, und da gibt es auch Untersuchungen von der AWO war das, dass gerade halt in ärmeren Milieus eben ein besseres Sozialverhalten ist als in reicheren Milieus. Also wenn man das jetzt gegenüberstellen will, dann ist nicht ausgemacht, wer ist jetzt hier überhaupt schwächer, wer ist stärker sozial gesehen. Ich denke halt, es ist eher umgekehrt. Gut, wieder halt, also in falschen Zahlen genannt und dann noch diskriminierende Begriffe. Das waren jetzt die positiven Berichterstattungen. Dann geht es weiter mit dem Spiegel. Das sind die wichtigsten Ergebnisse der IGLU-Studie. Ne, als erstes, fast jeder fünfte Viertklässler kann nicht richtig lesen. Ne? Dann Deutschland liegt im internationalen Vergleich nur noch im Mittelfeld. Das sind die beiden positiven Ergebnisse und dann ist negativ die Herkunft entscheidet. Das kommt dann so als drittes, ne? Als so unter ferner Liefen. Es werden auch gar keine Zahlen genannt. Das Ganze lässt sich aber noch steigern. Wir haben dann noch im Spiegel einen Herrn Fleischhauer. Ne, Fleischhauer schreibt zu dieser IGLU-Studie, ich kann mir das Versagen nur so erklären, dass die Eltern kein Interesse an Büchern haben, von den Ärmeren, also von den Kindern, die nicht so gut abgeschnitten haben. Ich kann mir das Versagen nur so erklären, dass die Eltern kein Interesse an Büchern haben oder ihnen sogar feindselig gegenüberstehen. Ein Kind, das trotz der Anstrengungen seiner Lehrer nach 4 Jahren Schule nie richtig lesen und schreiben kann, muss aus einem Umfeld stammen, in dem er jede Bildungsanstrengung regelrecht zunichte macht. So, die Frage ist, warum darf so jemand sowas schreiben? Wie kommt der Spiegel dazu? Ich meine, wieso, ich bin ja wirklich total empört, ne? Also, wer entscheidet, dass jemand Journalist werden kann? Wer entscheidet, dass jemand beim Spiegel schreiben kann? Ne? Wer ist auf die Idee gekommen, jemand so einen Müll schreiben zu lassen? So einen unverschämten Dreck, ne? So, der schreibt jetzt nicht mehr für Fleischhauer, der schreibt nicht mehr für den Spiegel, Jan Fleischhauer, ich glaube für Fokus oder keine Ahnung. Aber das ist auch nochmal ein Thema, ne? Kommen wir jetzt gleich zum Thema Macht. Wer wird Journalist? Wer darf überhaupt? Ich denke immer, wenn als Arbeitersohn, okay, wenn man Journalist werden will beim Spiegel, ne, dann muss man irgendwie eine Art Superheld sein. Ne? Man muss unglaublich belesen sein, man muss unglaublich viele Statistiken kennen, man muss das alles auf den Punkt bringen können, man muss das ganz blumig ausdrücken können, was weiß ich. Oder eben in irgendwelche Kriegsgebiete fahren und da sein Leben riskieren und so, ne, das sind so meine naiven Vorstellungen halt vom Journalismus. Tatsächlich schreiben da Leute, die einfach nur diskriminieren, ne, ohne Sinn und Verstand. Der hat die Studie nicht gelesen und gibt da seine diskriminierende Meinung zum Besten. Also es macht mich so wütend und das im Spiegel, ne? So, wo Spiegel als etwas gilt, was hier sogenannte Hochkultur nennen, ne? So, die Zeit war ja auch nicht besser, aber das ist halt, und das sind die Studien. Und da ist natürlich klar, Studien bringen es überhaupt nicht. Ne? Also irgendwelche neuen Studien zu machen, IGLU-Studie,
2021 wird nochmal wieder die gleichen Zahlen bringen. Ja, was soll der Scheiß? Warum macht man überhaupt diese Studien? Die werden von der Politik überhaupt nicht zur Kenntnis genommen und von den Medien bestenfalls werden nur halb falsch die Zahlen wiedergegeben. Schlimmstenfalls werden die Zahlen gar nicht wiedergegeben oder schlimmstenfalls wird das Ganze nochmal komplett verdreht, ohne dass das überhaupt zur Kenntnis genommen wird. Da steht nur was von Bildungssphären und dann wird das, ja, ich mache das total wütend und das ist der Umgang und das ist Klassismus. Klassismus ist einerseits die massive Diskriminierung von 10-Jährigen. Ne? Also es gibt eine Studie, irgendeine internationale Studie. Ich glaube, UNESCO war das. Ich weiß nicht mehr. Irgendeine von diesen Studien. Sind dann zum Schluss gekommen, Germany sorted for a life. Ne? In Deutschland wird man halt sehr früh für das ganze Leben einsortiert. Ab der 10. Klasse. So. Quatsch, ab dem 10. Lebensjahr. Ab der 4., 5. Klasse wird man einsortiert und es gibt nur sehr wenig Möglichkeiten, da wieder rauszukommen. Das hat was zu tun mit es gibt den Begriff der Gratifikationskrise. Gratifikationskrise heißt, wenn man was macht und man bekommt keine Anerkennung, dann macht man vielleicht das trotzdem nochmal, man macht vielleicht noch einen dritten Anlauf, aber wenn man nie Anerkennung bekommt für seine Leistung, dann führt das dazu, dass man dass es halt psychosoziale Effekte hat. Ne? Man wird traurig, man wird depressiv, es gibt dann Drogenkonsum oder man wird süchtig oder was weiß ich. Das heißt, es führt zu einer Krise, einer Gratifikationskrise. Bei mir war das so, ich habe nach dem 4. Schuljahr hatte ich ein gutes Zeugnis, bin zur Hauptschule gekommen und da hat das schon so gekippt. Ich habe halt am Ende der 5. Klasse habe ich 2 Briefe nach Hause gekriegt. Der eine Brief war ein blauer Brief, weil ich keine Hausaufgaben mehr gemacht habe. Ich habe mich quasi schon angepasst. Ich bin Hauptschüler geworden. Ich hatte kein Interesse mehr. So. Gleichzeitig habe ich einen Brief bekommen, dass ich halt zur Realschule gehen sollte, weil meine Leistungen einfach besser waren. Das hing dann aber auch mit der Lehrerin zusammen. Wenn es halt, wenn ich da vielleicht irgendwie eine andere Lehrerin bekommen hätte, dann wäre ich Hauptschüler geworden. So. Weil warum soll ich mich denn anstrengen? Ich bin Hauptschüler, okay, ist so. Ne? Und so funktioniert das halt. Das heißt, einerseits eben dieser Klassismus, Leistung wird nicht belohnt in Deutschland. Wir haben keine Leistungsgesellschaft. Das ist totaler Humbug. Das sind auch die Bücher von dem Michael Hartmann vom Mythos der Leistungselite. Ja, das ist, wir haben keine Leistungsgesellschaft. So, wir haben eine Erbgesellschaft. Die soziale Herkunft entscheidet, nicht die Leistung. Leistung entscheidet auch, ne, ist jetzt nicht völlig unwichtig, aber wesentlich ist tatsächlich schon ab der 10. Klasse und vorher ja auch schon, in welcher Familie werde ich geboren. Und das nimmt übrigens zu, das wird immer stärker, die Abhängigkeit. Gut, dann wird das herausgefunden, dass es diese Benachteiligung gibt und es interessiert keinen. So, es wird die Ärmeren lesen eh nicht die IGLU-Studie, wie sollen sie da überhaupt drankommen? Ist ja halt eine Uni-Studie, die wird vermittelt über Zeitschriften und in den Zeitschriften wird es falsch vermittelt oder wenn es überhaupt vermittelt wird und das erreicht dann auch keinen. Marginalisierung. So, dann sind wir bei Macht, das ist jetzt so der vorletzte Punkt. Ja, Macht, klar, das sind dann, wer sitzt an der Uni, wer schreibt diese Studien? Das sind dann halt Leute wie Wilfried Boos, der, glaube ich, auch selber Arbeitersohn ist, der dann auch vielleicht ein Interesse daran hat, das spannend findet, sowas zu erforschen. Nee, aber in der Regel sind ja eben nicht Arbeiterkinder Professoren oder Professorinnen, ne, sondern gerade halt, das heißt, ich hatte ja gerade diese Studie da, wer kriegt einen Doktorgrad, wer wird Professor, Professorin, das sind Akademikerkinder. So. Und die bestimmen die Forschung. So, wer wird Journalist? Genau das Gleiche. Es gibt beim Journalismus, es ist sehr stark geprägt von AkademikerInnen-Kindern. Und die stellen dar, wie die Welt ist. So. Die einzige Ausnahme aus dem Ganzen ist vielleicht so Wikipedia. Ich glaube, bei Wikipedia wird wahrscheinlich, müsste man mal untersuchen. Ich kann mir vorstellen, dass Wikipedia nicht so stark dominiert wird von AkademikerKindern wie
die Uni oder wieder Journalismus, aber vielleicht vertue ich mich auch. Müssen wir mal erforschen. Ja, und auch sonst, also klar, Bundeswehroffiziere, ne, das ist in Deutschland traditionell so gewesen, das waren immer der Adel hat immer die Offiziere gestellt. Bei dem Ministerium war das in den letzten Jahren so, dass sich da das Hochbürgertum, das Großbürgertum die Klinke in die Hand gegeben hat. Ne, es waren Guttenberg, van der Leyen und de Maizière, das waren so Verteidigungsminister. Ja, Kirche auch, also bei der Kirche ist es auch so, dass vor allen Dingen Akademikerkinder Priester werden. Was gibt es noch? Also quasi in allen Bereichen es ist ja eh so, wer was zu sagen haben will, braucht eben einen höheren Abschluss. Einen höheren Abschluss haben in der Regel Akademikerkinder. So, und das heißt, in der Wirtschaft, meinte Michael Hartmann, da ist es am stärksten. In der Wirtschaft entscheidet am stärksten die soziale Herkunft und am wenigsten in der Politik. Ja, Politik habe ich auch vergessen. Am wenigsten in der Politik. Und zwar deswegen, weil in der Politik ist es so, dass man in den Parteien von unten nach oben gewählt wird. Ne, man muss immer sich hocharbeiten, so eine Kaminkarriere, sehr lästig, sich immer so hochwählen zu lassen. Aber das sind dann demokratisch und bei Wahlen schneiden Arbeiterkinder besser ab als bei Ernennung, weil in einem Unternehmen ist es so, da wird man ernannt, von dem oben wird man ernannt und die ernennen dann die Leute, die so ähnlich sind wie sie selber oder wo sie denken, dass sie so ähnlich sind wie sie selber und deswegen werden da kaum Akademiker, kaum Arbeiterkinder ernannt. Genau, in allen Bereichen ist dann quasi, sind die Arbeiterkinder dann letztlich machtlos, so. Ja, es war bei der Frauenbewegung genauso. Da gibt es keinen großen Unterschied. Also in der Frauenbewegung war es auch so. Trotzdem haben die Frauen das geschafft, sich Räume zu erkämpfen. Ist immer noch nicht vorbei. Es ist immer noch so, dass halt, wenn man sich die gut dotierten ProfessorInnenstellen anschaut, wenn man sich anschaut, wer ist in den letzten Jahren alles Papst geworden, ja, das sind in der Regel Männer. So. Wir haben jetzt in Brandenburg, wird jetzt, glaube ich, jetzt das Länderparteienquotengesetz, oder das heißt, abgestimmt von der Justiz, von den Richtern, die entscheiden darüber, ob das rechtens ist, weil eben das ist eingeführt worden, diese Parteienquote, dass gesagt wird, dass jede Partei muss gleich viele Männer und Frauen halt auf dem Wahlzettel stehen haben, weil eben auch in der Politik immer noch zu wenig Frauen im Parlamenten sitzen. Das wird wahrscheinlich da jetzt auch abgelehnt werden. Genau, bei Frauen war das genauso. Aber Frauen haben sehr viel erobert, ne? Und haben das erobert aus eigener Kraft, ne? Durch Selbstorganisierung, ne? Durch die feministische Bewegung. Und auch People of Color haben auch mit Riots, mit dem Black Movement und so weiter, haben die auch das geschafft, Räume zu erobern. Es gab jetzt auch in den Vereinigten Staaten einen schwarzen Präsidenten. Das ist auch was Neues. So, das heißt, es ist möglich, aber das sind lange Kämpfe und das geht nur, indem man anerkennt, dass es Machtverhältnisse gibt und indem man anerkennt, es gibt nicht nur Diskriminierung, sondern die Diskriminierung hat eine andere Seite. Das ist die Privilegierung. Die Privilegierung und die Diskriminierung müssen wir zusammendenken. Arbeiterkinder haben Gegner. ArbeiterInnenkinder haben Gegner. In den Akademikern zum Beispiel, Akademikerinnen, die Kinder haben und die für ihre Kinder wollen, dass ihre Kinder nicht mit den Schmuddelkindern zusammen zur Schule gehen, sondern dass sie dann Vorteile haben und dann und weniger Konkurrenz dann halt sich durchsetzen können. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch die... Genau, es gab zum Beispiel in Hamburg gab es... die sogenannte Bildungsreform oder Bildungskämpfe vor ein paar Jahren, da hatten Schwarz-Grün, wollten halt das ganze Bildungssystem umkrempeln und fast alle Parteien waren dafür, bis auf FDP und NPD. AfD gab es noch nicht, AfD wäre jetzt auch dagegen gewesen, aber FDP und NPD waren dagegen und trotzdem ist das gekippt worden, und zwar über Volksentscheide. Und wenn Volksentscheide gemacht werden zu Gesamtschulen, ist es in der Regel so, dass mit den Volksentscheiden die Gesamtschulen gekippt werden. Und zwar hat das mit der Wahlbeteiligung zu tun.
die Wahlbeteiligung in Hamburg, sieht man hier, dass das Dunkle ist eine hohe Wahlbeteiligung gewesen bei der Volksentscheidung zu dieser Bildungsreform. Ja, die Bildungsreform wollte dann eben viele Stadtteilschulen schaffen, wollte, dass nicht mehr nach der 4. Klasse selektiert wird und so weiter. Also eine progressive Bildungsreform. Und bei diesem Volksentscheid war das Dunkle, sind die Stadtteile mit einer hohen Wahlbeteiligung, das Zelle mit einer geringen Wahlbeteiligung. Und wenn man sich das jetzt mal anschaut, mit der Karte mit vielen Sozialhilfeempfängern, ja, die Farben sind jetzt verdreht, aber da, wo es hier dunkel ist, sind viele Sozialhilfeempfänger und da, wo es hell ist, sind wenig Sozialhilfeempfänger. Ja, das sind halt die, könnt ihr euch das jetzt mal anschauen, ne, und auch so einige Stadtteile fixieren, ne, wo es hier hell ist, wo hier wenig abgestimmt wurde. Da sind hier viele Sozialhilfeempfänger. In der Mitte von Hamburg, ganz von mir aus gesehen rechts. Ne? Also hier diese Gegend, wenig Sozialhilfeempfänger und eine sehr hohe Wahlbeteiligung. Das gleiche hier oben, eine sehr hohe Wahlbeteiligung. Das ist fast direkt an der Grenze. Ne? So, das ist fantastisch. Das heißt, die Wahlbeteiligung hängt komplett ab von dem Einkommen. So. Das sind auch Studien, die haben belegen das auch nochmal bundesweit. Und zwar ist es so, dass in den 70er Jahren in Westdeutschland war das so, dass es kaum Unterschiede gab in der Wahlbeteiligung. Es wurde fast zu 90% gewählt, und zwar in allen Schichten. Und seither gibt es eine Schere, eine Partizipationsschere. Die Armen wählen immer seltener. Am geringsten sind die Unterschiede bei Bundestagswahlen. Stärker sind die schon bei Landtagswahlen. Noch stärker sind wir bei den Kommunalwahlen. Und am stärksten sind die bei Volksentscheide. Und deswegen ist es klar, bei Volksentscheide setzen sich einfach immer die Reichen durch. Deswegen finde ich auch Volksentscheide extrem problematisch. Volksentscheide dürfte man nur dann machen, wenn gewährleistet ist, dass halt alle Gruppen gleichmäßig wählen. Das wäre eine Voraussetzung. Das heißt, wir müssen erst das Bildungssystem ändern, um dann halt Volksentscheide machen zu lassen. Aber mit den Volksentscheiden wird verhindert, dass es eine Änderung im Bildungssystem gibt. Das sind es gab damals, 78 gab es einen Schock damals für die SPD. Die wollten bundesweit, aber vor allem in NRW, wollten die flächendeckend Gesamtschulen einführen und Gesamthochschulen einführen. Und auch in Hessen, also NRW und Hessen waren also die Vorreiter. Und dann haben konservative Verbände eine Volksabstimmung gemacht. Und die war ein Desaster für die SPD, weil die Leute eben gegen die Gesamtschulen entschieden haben. Und davon hat sich die SPD bis heute nicht erholt, glaube ich. Es ist halt, die haben Angst davor, das Grundgesetz umzusetzen, dass niemand aufgrund seiner sozialen Herkunft benachteiligt werden darf, weil sie dann Angst haben, dass sie aus dem Parlament rausfliegen. Die haben Angst vor den, vor den Gutverdienenden. Und gleichzeitig verlieren sie ja nichts. Ne? Sie verlieren ja nichts, wenn sie halt nicht sich für Gesamtschulen einsetzen, nicht für eine Schule für alle einsetzen, weil die Ärmeren wählen ja nicht. So, das heißt, was dagegen gemacht werden muss, ich habe ja über Macht gesprochen, ist Gegenmacht. Wir brauchen also um Klassismus bekämpfen zu können, braucht man Gegenmacht. Und die Gegenmacht, da gibt es eben zwei Modelle. Es gibt eben diese sogenannten alten sozialen Bewegungen. Das war auch das typische SPD-Modell oder Kommunisten und so weiter. Das waren diese alten sozialen Bewegungen, sehr zentralistisch, ne, mit einer Masse. Wir brauchen die Masse. Wir müssen halt die Masse repräsentieren durch eine starke Partei. Ne, also Thälmann als Führer quasi so. Und das waren so diese alten sozialen Bewegungen mit der Klasse als sozialen revolutionären Subjekt. Und dann sind ja in den 70er Jahren die neuen sozialen Bewegungen entstanden mit Feminismus, Ökologiebewegung, die Queerbewegung, Black Power Bewegung und so weiter. Und die hatten aber einen anderen Ansatz. Sie hatten den Alltagsansatz, sie hatten den Autonomieansatz. Die haben gesagt, der Alltag ist politisch, ne, nicht nur Betriebskämpfe sind wichtig, sondern der Alltag ist auch, das Bett ist wichtig. So, das waren quasi so die, der Feminismus hat quasi auch eine neue Politikform mit reingebracht.
So, und bei Klassismus ist es einfach, so ein Antiklassismus ist da zwischen die beiden Stühle gefallen. Ein Antiklassismus konnte bei den alten sozialen Bewegungen gar nicht etabliert werden, weil die gesagt haben, ja, wir müssen eine Revolution machen, ne? Oder wir müssen jetzt alle SPD wählen, ne? Und so weiter, oder wir müssen die Gewerkschaften verstärken. Dann regelt sich das von alleine, ne? Wir müssen halt die Mehrheit haben. Und das heißt, in den alten sozialen Bewegungen hat dieser politische Alltag keine große Rolle gespielt. Und damit auch der Klassismus, der die feinen Unterschiede benennt, die Alltagsunterschiede benennt, der hat dann auch keine Rolle gespielt. Bei dem Feminismus, bei den neuen sozialen Bewegungen, gab es dann die autonomen Frauenbewegungen und so weiter. Die hatten in Westdeutschland eigene Frauenbuchläden, wo Männer nicht rein durften solche Sachen. Also eine Selbstorganisierung vom Alltag heraus, das Private ist politisch, da spielte dann aber Klasse keine Rolle mehr. Ne? Abschied vom Proletariat. So, das heißt, Antiklassismus war in beiden Fällen nicht da, war in beiden Fällen nicht bildbar, weil bei den neuen sozialen Bewegungen fehlte Klasse als Begriff und bei den alten sozialen Bewegungen fehlte eben die Politisierung des Alltags. Was auch damit zusammenhängen kann, dass der SDS damals, also die ganzen Marxisten, die an der Uni waren, die 68er-Bewegung quasi gestellt haben als SDS, das waren alles Akademikerkinder. Es gab von Oskar Negt, habe ich das mal gelesen, dass eine Umfrage gab und da gab es von 100 SDS waren genau 2, die nicht Akademikerkinder waren, nämlich Oskar Negt, der war Arbeitersohn und noch jemand, der war Bauernsohn. Die anderen waren alles Akademikerkinder. Und wenn man Akademikerkind ist und dann halt eine Klassentheorie erfindet, dann hat man vielleicht auch ein Interesse daran, dass man den Alltag und die eigene Person nicht mit reinnimmt, sondern dass es eine sehr abstrakte Klassentheorie ist. Mit ganz viel Marx, mit ganz viel Hegel und Dialektik und was weiß ich. So. Ja, kritische Theorie. Okay, also das sind dann, also man braucht Gegenmacht. Es hat ja schon Gegenmacht gegeben, auch an der Uni. Und zwar gab es vor 100 Jahren, war die Situation an Hochschulen so, dass es Ausschüsse gab von Studierenden und diese Ausschüsse wurden gebildet von Adligen. Das waren halt die Akademiker, die haben Ausschüsse gebildet, die Akademikerkinder, die Adligen, Akademikerkinder, die Burschenschaften, die haben die Studierendenschaft vertreten. So, dann kam halt die Revolution, die Novemberrevolution 1918, es wurde die Demokratie eingeführt, es wurde halt ein allgemeines Wahlrecht eingeführt für alle, es durften nicht mehr nur ein Ständewahlrecht, auch Frauen durften wählen und entsprechend gab es dann auch an den Hochschulen einen Umbruch und zwar wurden dann an den Hochschulen allgemeine Studierendenausschüsse eingeführt, also nicht mehr nur Burschenschaftsausschüsse, sondern allgemeine Studierendenausschüsse. Die allgemeinen Studierendenausschüsse gibt es jetzt eigentlich in jedem westlichen Bundesland und Berlin, bis auf Bayern. In Bayern nicht, aber in allen anderen gibt es halt, bei Bayern auch, aber das ist nicht verfasst. Also da haben kein Geld quasi. Und diese allgemeinen Studierendenausschüsse, das waren Klassenkämpfe. Das waren Klassenkämpfe von der Mittelschicht, gegen den Adel. So. Und dabei ist es dann aber auch erst geblieben. Und dann haben dann eben 80 Jahre später Frauen in Westdeutschland gesehen, ja okay, allgemeine Vertretung schön und gut, aber in dem Allgemeinen kommen wir Frauen nicht vor. Deswegen gab es dann eben autonome Frauenreferate. So, die haben dann gesagt, wir brauchen halt, das Allgemeine bildet quasi nur den Mann ab, den weißen, deutschen, gesunden, in Anführungszeichen, Mann. So, und das war dann, dagegen wurde dann halt opponiert und dann gab es eben dieser autonomen Frauenreferate, es gab dann die autonomen Lesbenreferate, autonome Schulenreferate, autonome Referate für behinderte Studierende, es gab ausländische Studierendenvertretung, also das Besondere wurde dann nochmal hervorgehoben, mit dem Alltag dann auch als Politik. Und das heißt, es geht um Selbstorganisierung und bei dem Thema Klassismus gab es bis vor kurzem keine Selbstorganisierung. Es ist auf Betriebskämpfe. Ne? Also klar, Gewerkschaften, also da gibt es das, ne? Im Betrieb. Das wurde dann ja auch eingehegt. Ne? Nach Betriebsräte waren ja mal ganz anders gemeint. Aber da gibt es dann eben tatsächlich eine Organisierung. Letztlich geht es aber da in der Regel um höhere Löhne. Ne? Aber
der ganze Alltag oder auch Bildung, da gibt es keine Selbstorganisierung. Das ist ich habe dann damals in Münster angefangen, halt das, nach dem Vorbild der Frauenreferate das erste autonome Referat für studierende Arbeiterkinder zu gründen. Wir haben dann eine Vollversammlung gemacht, hatten tatsächlich 80 Studierende mit sogenannter niedriger sozialer Herkunft. Und dann musste der AStA uns quasi auch zugestehen, dass wir halt auch ein Referat bekommen auf Probezeit, hatten dann 7 Jahre lang auf Probezeit dieses Referat. Und nach 7 Jahren hat sich dann das Studierendenparlament dazu entschlossen, uns gleichzustellen mit dem Frauenreferat, mit dem Lesbenreferat, mit dem Schulenreferat und mit dem Referat für chronisch kranke und behinderte Studierende. Das heißt, wir wurden in die Satzung aufgenommen als Vertretung von Arbeiterkindern, die einmal im Jahr eine Vollversammlung machen von Arbeiterkindern, die dann wählen. Und die Referenten sind dann halt dieser Vollversammlung rechenschaftspflichtig. Die müssen dann nach einem Jahr erklären, was sie gemacht haben an Politik. Und da geht es eben um Politik. Es ist nicht sowas wie Arbeiterkind.de. Arbeiterkind.de, die haben wir 60, 70 Hochschulstandorte inzwischen. Aber die sind so erfolgreich, weil die eben sagen, wir wollen nichts ändern. Und daher kriegen die halt einen Preis nach dem nächsten aus der Wirtschaft. Angela Merkel hat ihnen gratuliert und so weiter. Das heißt, die sind unpolitisch. Und das wäre, die machen sowas wie irgendwelche Frauenverbände in den 50er Jahren, bevor es die Frauenbewegung als politische Bewegung gab. Das heißt, sie wollen ein bisschen helfen. Aber sie wollen politisch nichts ändern. Sie wollen sich auch nicht politisch äußern. Die haben sich freiwillig einen Maulkorb gegeben und machen eigentlich die Arbeit, die eigentlich der Staat machen müsste. Eigentlich müsste der Staat das machen, was Arbeiterkind.de macht. Weil der Staat das nicht macht, sind die eingesprungen, machen das alles unentgeltlich. Und ist auch wichtig, also konkret helfen die ja tatsächlich auch. Und im Einzelfall ist es sehr wichtig auch. Nur ist es eben unpolitisch. Und wir haben dann damals eben das erste politische Referat gegründet gegen sehr viel Widerstand. Und es war dann auch so, dass bei dem Referat dann, als dann das Studierendenparlament gesagt hat, okay, wir setzen das um, wir akzeptieren das, wir sagen, okay, Arbeiterkinder werden genauso diskriminiert, ihr habt genauso ein Recht, euch selbst zu organisieren gegen die Diskriminierung wie Frauen, Lesben, Schwulen und so weiter. Dann hat das Rektorat die Satzung einkassiert. Und dann die haben gesagt, ja, was soll das sein, Arbeiterkinder? Das lässt sich gar nicht definieren. Ich habe dann damals argumentiert, ja, aber was ist denn mit dem Schwulenreferat? Wann ist man denn schwul genug, um daran teilnehmen zu können? Da meinte er, bringen Sie mich nicht auf falsche Gedanken, ne, vom Rektorat. Und dann meinte ich, okay, falsche Argumentation. Nachher wird noch das Schwulenreferat einkassiert. Ich habe dann einfach Druck gemacht, ich habe Pressebescheid gesagt, die Landesregierung Bescheid gesagt, dann ging es plötzlich doch. Ne? Dann wurde halt definiert, was jetzt Arbeiterkinder genau sind, damit das auch alles juristisch funktioniert. Aber eigentlich ist es egal. Eigentlich geht es darum, dass Studierende Klassismuserfahrungen machen. Das muss man denen auch nicht großartig erklären, ne, was Klassismuserfahrungen sind. Ne, wenn die halt groß geworden sind im Plattenbau, wenn die halt weniger Geld zu Hause hatten, wenn die sich keine Klamotten leisten konnten wie andere, ne, oder das, die haben die Erfahrung, da muss man nicht jetzt großartig irgendwie eine Definition machen. Da sind wir wieder bei der Funktion des Klassismusbegriffes. Ne? Der Klassismus hat nicht die Funktion, jetzt da irgendwelche Doktorarbeiten zuzuschreiben, sondern Klassismus hat die Funktion, das soll eben ermächtigen, das soll eine Gegenmacht auch bringen. Gut, und Gegenmacht, es gibt jetzt auch, es gab dann in Marburg, gab es jetzt letztes Jahr, ist ein neues Referat, ein zweites Referat quasi gegründet worden, parallel zu dem Referat, autonomen Familienreferat. Es gab ein autonomes Familienreferat, autonomes Arbeiterkinderreferat, die haben gleichzeitig die Initiativen vorgestellt, ins Studierendenparlament reingebracht und dann hat das Studierendenparlament entschieden, ja, Familienreferat ist total wichtig, ihr kriegt eine volle Stelle und ihr seid voll autonom und Arbeiterkinderreferat, ja, ihr seid halb autonom, ohne Begründung. Es gab eine Begründung, die ging ungefähr so, ihr seid froh, dass wir das gemacht haben. Es hätte auch anders ausgehen können. So, das heißt, es ist immer noch nicht wirklich anerkannt, obwohl es die ganzen Studien gibt. So, und jetzt noch in Köln, also in Köln gibt es jetzt auch so ein autonomes Referat und an ganz vielen anderen Orten ist jetzt halt die Diskussion, dass auch autonome Referate notwendig werden. Wir haben jetzt auch einen Zusammenschluss von diesen verschiedenen autonomen Referaten. Dazu gehört auch nochmal der Dishwasher als Zeitschrift für studierende Arbeiterkinder von studierenden Arbeiterinnenkindern. Und
gucken da, dass wir halt politisch was auf die Beine stellen. Ne? Weil das war 20 oder 15 Jahre lang so, dass es nur dieses Münsteraner-Referat gab und das war immer sehr abhängig davon, wer da gerade gewählt wurde. Und das war auch sehr abenteuerlich, manchmal, wer da gewählt wurde. Und dadurch, dass es jetzt mehrere Referate gibt und die zusammenarbeiten, wird quasi der gemeinsame Kampf auch objektiver. Es ist mehr so abhängig davon, von einzelnen Personen. Genau, das ist halt wichtig, weil wir haben ja zum Beispiel das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz ist entstanden in den 70er Jahren. In den 90er Jahren im Einigungsprozess der EU in den sogenannten Amsterdamer Verträgen. Und es gab damals einen Katalog von 7 verschiedenen Diskriminierungsformen. Und diese 7 verschiedenen Diskriminierungsformen waren, dass es keinen Rassismus geben soll, keinen Sexismus, Diskriminierung aufgrund von Religion und Weltanschauung sollte verboten werden, Altersdiskriminierung sollte es nicht mehr geben, Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung sollte es nicht mehr geben, keine Behindertendiskriminierung und keine Diskriminierung aufgrund der sozialen Herkunft. Das war dieser Katalog. Ja, und dann wurde halt in Holland, deswegen Amsterdamer Verträge, da hatte Holland damals diese EU, Trägerschaft von der EU oder den EU, wie heißt es, den Rat, keine Ahnung. Und die haben gesagt, ach, wir brauchen diese 7 nicht. Es reichen eigentlich 3. Es reicht Religion und Weltanschauung. Da darf es keine Diskriminierung geben. Es darf keinen Rassismus geben, keinen Sexismus. Die anderen 4, die kann man irgendwie so regeln. Und dann gab es halt Aufstände. So, es gab von der HOSI Wien, also Homosexuellen Initiative Wien. Die haben dann gesagt, hier, das ist eine Diskriminierungshierarchie. Alle Diskriminierungen sind gleich wichtig. Man kann die nicht so trennen. Man kann nicht sagen, diese Diskriminierung, die müssen geschützt werden, die anderen nicht. Ne? Und ähnlich halt die Grauen Panther aus Deutschland oder Gruppierungen, Lobbygruppen halt von Behindertenverbänden. Die sind dann halt auf die Barrikaden gegangen und haben dann durchgesetzt, dass in Anführungszeichen ihre Diskriminierungsform reinkommt in das Antidiskriminierungsgesetz. Nur bei sozialer Herkunft gab es niemanden. Ich habe dann nachgefragt in Europa und habe dann gefragt, wie ist das passiert, dass jetzt ausgerechnet eben soziale Herkunft nicht drin ist. Die anderen sind auch wieder reingenommen worden. Und die von Hohen Links meinten dann, ja, gab niemanden. Es hat niemand protestiert. Das heißt, es gab keine Gegenmacht. Und deswegen gibt es halt im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz eben keine ist soziale Herkunft nicht geschützt. Ja. Und soziale Herkunft war ja immerhin in der Diskussion, aber Diskriminierung aufgrund von Arbeitslosigkeit oder von Obdachlosen, das war nicht mal in der Diskussion. Das ist ja noch eine sehr viel schlimmere Diskriminierung. Ja, das heißt, wir haben eben in ganz Europa oder zumindest bei den europäischen Antidiskriminierungsrichtlinien, die in Deutschland dann ja auch umgesetzt wurden, keine klassenbezogene Diskriminierung als verbotene Diskriminierung. Und ein Problem ist es dann, wenn Diskriminierung mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz positiv formuliert wird. Diskriminierung liegt vor, wenn, und wenn dann diese 6 Punkte abgeleiert werden, dann fällt Klassismus raus, dann ist Klassismus keine Diskriminierung. Steht ja nicht drin im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz. Und mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz ist es nicht nur so, dass es da eben diese Beschwerdestellen gibt, wo man sich dann beschweren kann. Das kann man bei Klassismus nicht. Ich habe auch mit Leuten gesprochen von Antidiskriminierungsbüros, die meinten ja, wir hatten das schon häufiger, dass Arbeitslose oder Obdachlose vorbeigekommen sind und die mussten die nach Hause schicken, weil in unseren Augen ist es halt rein formal gesehen keine Diskriminierung, wenn die als Obdachlose diskriminiert werden. Die müssen dann nachweisen, dass sie als schwule Obdachlose diskriminiert werden, dann wäre das halt korrekt. Aber und das zeigt ja eben, wie wichtig diese Selbstorganisierung ist. Und das und da tut sich auch was. Also in Berlin gibt es jetzt tatsächlich erstmals auch soziale Position als Diskriminierungsgrund, der aufgenommen wurde, aber bislang nur in Berlin. Und da muss eben für gekämpft werden, dass das bundesweit anerkannt wird. Gut, Macht. Ach so, nochmal zur Macht. Es ist ja aber auch nicht nur so, dass der jetzige Zustand so ist, bleibt, wie er ist. Es ist auch nicht so, dass es jetzt alles unbedingt besser wird. Ich habe mal gezeigt, bei der ILO-Studie, das wird eher schlimmer. Und auch bei den Vermögensverhältnissen wird es auch schlimmer.
Und wir müssen auch einfach sehen, dass es organisierte Klassisten gibt. Klassismus ist nicht nur was, was ich jetzt irgendwie mit Bourdieu gesprochen über den Habitus, über unterschiedliche Arten und Weisen, wie man sich hat, wie man sich selber erlebt, welche Geschmäcker man hat, dass es klassenbezogen ist, klassenabhängig ist und dann eben Arbeiterkinder mit der Uni-Struktur in Konflikt kommen und dann eben daraus rausgedrängt werden, sondern es sind ja auch vor allen Dingen Machtverhältnisse in dem Sinn, dass halt dass es Gruppen gibt, die Arbeiterkinder aus dem aus der Schule rausdrängen. Das war damals mit diesem mit dem Volksentscheid 78 war das so, da gab es eine Gruppierung, die nennt sich Elternverein NRW. Und der Elternverein NRW, der hat damals dafür gesorgt, dass dann eben diese Petition war und dass dann eben Gesamtschulen gebremst wurden. Der Elternverein NRW ist heutzutage noch tätig. Der hat letztes Jahr im Dezember in München einen Kongress organisiert, wo es darum ging, gegen Schlau, also gegen eine Sexualpädagogik der Vielfalt an Schulen, eine wertekonservative, in Anführungszeichen, also eine christlich-fundamentalistische Pädagogik umzusetzen, wo dann halt Sexualität tabuisiert wird, wo Homosexualität tabuisiert wird und so weiter. Das ist der gleiche Verein, ne? Elternverein NRW, der schon 78 dafür gesorgt hat, dass es keine Gesamtschulen oder dass es weniger Gesamtschulen gibt, der jetzt eben gegen Schlau tätig ist. Und die Chefin oder die Sprecherin ist dann auch nochmal aus dem Hochadel. Und ich habe auch untersucht, weil ich mache ja viel zum organisierten Antifeminismus. Wenn man sich den organisierten Antifeminismus anschaut, gerade da, wo er familistisch auftritt, also wo er sagt, unsere Familie ist bedroht durch Schwulen und Lesben, durch Abtreibung, so ein familistischer Antifeminismus, die wichtigen Stellen werden besetzt von einer Familie, von einer Großfamilie aus dem Adel. Das sind alles, die sind alle miteinander verwandt und verschwägert, von Beatrix von Storch über Paul von Oldenburg, über die Löwensteins, bis hin zu Beverförde und von Westfalen und so weiter. Die sind alle miteinander verwandt und verschwägert. Nicht nur in Deutschland, es geht über Österreich bis hin zu Spanien und so weiter. Das ist halt ein Familienclan, der den Antifeminismus in Deutschland vorantreibt, den feministischen. Und das ist auch Klassenpolitik. Das ist eine Klasse. Adel ist auch eine Klasse. Auch nach Marx ist Adel eine, also Großgrundbesitzer werden das bei ihm, aber das ist halt, das ist eine Klasse. Genau, und momentan forsche ich ja viel zur AfD und bei AfD habe ich ja einerseits geforscht zum Faschismus der AfD, mit meinen Studien auch zu Björn Höcke, die ja dann auch vom Verfassungsschutz auch plagiiert wurden, meine Studien, also nicht nur übernommen, sondern wirklich plagiiert wurden. Und sie haben sich auch angeschlossen, dass Björn Höcke Land auf Ladig ist und so weiter. Das ist aber nur ein Teil der AfD. Ein anderer Teil der AfD ist genauso gefährlich. Die wollen auch einen Umsturz. Die wollen auch die Demokratie abschaffen. Das sind aber keine Faschisten, sondern die wollen, jetzt bin ich wieder bei Piketty, also bei Thomas Piketty aus Frankreich, der sich die Vermögensentwicklung angeschaut hat. Das sind die Vertreter dieser Großvermögen, die immer größer werden. Und die haben eine eigene Ideologie, die wird von Piketty, wird die Neoproprietarismus genannt, von Proprius, Eigentum, ja, im englischen, französischen, spanischen und italienischen sagt der Begriff Proprietarismus direkt was, weil Proprius ist da der Begriff für Eigentum, ja, Property und so weiter. Im Deutschen ist der Begriff Proprietarismus ein bisschen merkwürdig. So, deswegen nehme ich lieber die griechische Wurzel, ich nenne das Idiotarismus, ne, von Idios, Eigentum, Eigen. Und da finden jetzt gerade halt auch Zusammenschlüsse statt von dem Goldhandel, von August von Finck, einem der reichsten von einem der reichsten Milliardäre in Deutschland, der in der Schweiz lebt, um Steuern zu sparen. Und die arbeiten auch noch auf eine Revolution hin. Die sagen, es gibt demnächst den Crash, das Wirtschaftssystem wird zusammenbrechen. Und wir müssen uns jetzt zusammentun, um dann, wenn halt die Wirtschaft zusammenbricht, darauf zu hoffen, dass es dann eine Revolution gibt von Antifa und Islamisten,
von diesen ganzen Sozialisten. So, und da müssen wir eine Gegenrevolution machen. Und in dieser Gegenrevolution müssen wir dann das Wahlrecht ändern. Wir müssen dann dafür sorgen, dass Menschen, die Geld vom Staat erhalten, also BAföG-Empfänger, Arbeitslose und so weiter, dass denen das Wahlrecht entzogen wird. Als erster Schritt. Und wenn wir das dann geschafft haben, dann kommt irgendwann der zweite Schritt, dann wird die totale Privatrechtsgesellschaft eingeführt. Und Privatrechtsgesellschaft heißt, der Staat und die Demokratie wird komplett abgeschafft. Und es gibt nur noch Unternehmen. Es gibt keine Möglichkeit mehr, irgendwie sozial irgendwas einzuklagen. Und das hat schon mal, nicht in dieser Form, aber das hat es tendenziell schon mal gegeben. Darauf geht ja, komme auch jetzt zum Schluss. Darauf ist der Piketty auch eingegangen. Das waren die sogenannten Eigentumsgesellschaften des 19. Jahrhunderts, nach dem der sogenannte Manchester-Kapitalismus. Und da wollen die hin. Die wollen den Manchester-Kapitalismus wieder einführen. Und mit einem ganz klaren Angriff auf die Demokratie. Aber nicht faschistisch, nicht mit völkischen Argumentationen, sondern eben mit diesem proprietaristischen, ich nenne, wie gesagt, idiotären Ideologien. Und da steckt eben sehr viel Geld dahinter. August von Fink hat jetzt gerade ein paar Millionen Aktien verkauft und hat jetzt quasi 2 Milliarden Euro unter dem Kopfkissen liegen, bildlich gesprochen. Und er kann diese 2 Milliarden Euro politisch einsetzen in der Welt. Und das sind jetzt nicht Millionenbeträge, sondern Milliarden. Milliarde ist ja 1.000 Millionen. Also 2.000 Millionen Euro könnte er jetzt für politische Kämpfe einsetzen. So, und dass es halt einen Zusammenbruch gibt von der Wirtschaft, halte ich auch nicht für ausgeschlossen. Aber die hoffen darauf, ne? Die arbeiten darauf hin. Krall, Digisor Goldhandel und so weiter, in Zusammenarbeit mit bestimmten Teilen der AfD, dass es eben diesen Umsturz gibt. Und da sind die dann auch wieder, treffen sich wieder mit Björn Höcke, der ja auch sagt, demnächst haben wir halt eine Revolution, darauf müssen wir uns vorbereiten, um dann die Wirtschaftspolitik der NSDAP wieder einzuführen. Während die eben sagen, nein, wir brauchen eine ganz andere Gesellschaft, wir müssen den Staat komplett abschaffen, um dann halt nur noch Geld und Großgrundbesitz und Großkapital umzusetzen. Okay, ich komme jetzt zum Schluss. Ich habe es geschafft, alle durchzugehen, bis auf einen Punkt, nämlich Sprache und Kulturimperialismus. Aber da können wir vielleicht in der Diskussion noch drauf eingehen. Dankeschön. Also alle, die jetzt online dabei sind, sind herzlich aufgerufen, Fragen zu stellen, wenn das nicht bisher schon geschehen ist. Und wir sammeln auch Fragen jetzt hier im Raum. Und ich würde Sie einfach bitten, wenn Sie vorne stehen, immer diese Frage nochmal in das Mikrofon zu wiederholen, dass auch die Online-Leute Bescheid wissen. Genau. Wer hatte eine Frage? Was sagt denn das Online? Es kam auch keine Frage. Und zwar, ich habe mich gefragt, bei diesen Studien, wo es um die Schulabschlüsse ging, habe ich mich gefragt, wie lange ist so eine Art soziales Gedächtnis, also wie schnell, wenn sozusagen eine Person hat es dann geschafft, hat den Doktorabschluss, gilt das dann für die Kinder von dieser Person auch noch oder sind die dann automatisch, weil die eine Person als Akademiker, als Elternteil haben, sind das dann total andere Grundlagen sozusagen? Oder hat das wirkt sich das über Generationen aus? Ich denke, das wirkt sich über Generationen. Achso, ja, schön. Also die Frage war, wie ist das mit dem sozialen Gedächtnis, mit dem sozialen Klassengedächtnis, kann man so sagen? Ne, wie ist das? Ich habe hier diese Folie gezeigt und da ist es ja so, dass da große Unterschiede sind. Ja, und ich denke halt, es wirkt sich über Generationen aus und das ist auch ein Unterschied, ob man quasi die erste Generation ist, wo die Eltern quasi noch Arbeiterkinder waren, ne, und dann irgendwie Lehrer geworden sind und ist dann quasi die zweite Generation. Das ist was anderes, als wenn man aus so einer altehrwürdigen Familie kommt, in Anführungszeichen, wo schon im 17. Jahrhundert gelehrt wurde. Das hat was zu tun mit dem, also Michael Hartmann hat das souveränes Auftreten genannt. Das, Kinder, die halt aus einem großen Bürgertum kommen, die haben ganz anderes Auftreten. Das Auftreten ist, mir gehört die Welt. Ich bin hier richtig. So, und wenn die dann halt bei einer
wenn es dann darum geht, eine Stelle zu bekommen und die müssen sich dann da präsentieren, dann machen die das viel souveräner und das kann man nicht lernen. Das ist, man kann halt lernen, welche Klamotten muss ich anziehen, wie muss ich mich bewegen, wie muss ich sprechen, welche Opern muss ich vielleicht kennen, sowas kann ich alles lernen. Aber dieses souveräne Auftreten, mir kann nichts passieren, wenn ich diese Stelle nicht kriege, haben sie Pech gehabt, ne? Ich brauche die Stelle auch gar nicht. Ich werde ja sowieso 1 Million erben. Das ist so ein souveränes Auftreten, das lernt man quasi von der ersten Stunde der Geburt. Das hat dann schon natürlich damit zu tun, bin ich jetzt quasi zweite Generation, habe vielleicht nur meine Mutter studiert und sonst niemand und ist vielleicht sogar meine Mutter dann auch arbeitslos geworden. Ich habe in einer Kommune gewohnt, da war jemand mit dabei, dessen Großeltern haben oder dessen Ahnen haben die Uni gegründet. Ne? Der selber war noch ein Adliger, der hat aber das von abgelegt. Ne? Der wollte nichts mit zu tun haben. Aber trotzdem war da ein Unterschied. Ne? Irgendwann haben wir dann überlegt, kaufen wir das Haus oder machen wir das weiter? Und der war natürlich dafür, das zu kaufen. Und ich kann mich nicht verschulden. So, ne? Das wächst über Generationen. Ne? Und das kann auch ganz schnell wieder so werden, wenn man halt dann, dass die Kinder dann auch ganz schnell wieder nicht mehr Akademiker sind, obwohl man selber studiert hat. So. Ich habe auch mehr als ganz viele. Okay, aber hier waren noch zwei, weil ich vielleicht den Raum folge. Nee, das ist der Bild. Hier auch. Ich habe zweite, aber ich stelle doch nicht an. Vielleicht machen wir dann erstmal eine. So. Also Oliver schreibt, haben Sie Zweifel zu Ostdeutschland im Hinblick auf die DDR-Geschichte im Kontext der Klassenstruktur über die DDR-Zeit und die anschließende Transformationszeit? Beziehungsweise nicht nur Zahlen, sondern auch Gedanken dazu. Mhm. Ja, ich habe ja damals angefangen, also die Frage wiederholen, ne, ob ich Zahlen habe zu DDR und da zur Klassenstruktur oder auch wie das sich in der DDR abgebildet hat. Also dazu habe ich keine Zahlen. Ich habe ich bin damals in Wikipedia reingegangen, um diese ganzen Klassensachen halt in Wikipedia auch zu dokumentieren. Ich habe da diese Artikel geschrieben zur Bildungsbenachteiligung von Arbeiterkindern und habe im Zuge dessen auch was geschrieben zur Bildungsbenachteiligung von Arbeiterkindern in Deutschland, nochmal unterteilt in Bildungsbenachteiligung von Arbeiterkindern in Deutschland, in Westdeutschland und in der DDR. Und in der DDR gibt es dann ganz spannende Zahlen. Und zwar habe ich mich da auf eine Studie bezogen, die festgestellt haben, dass es zu einem einzigen Zeitpunkt in Deutschland so war, dass Arbeiterkinder und Akademikerkinder der Gesamtanzahl entsprechend, die sie halt in der Bevölkerung abbilden, studieren. Ne? Also auch nicht so, dass es mehr Arbeiterkinder studiert haben, relativ gesehen als Akademikerkinder, sondern so, wie sie halt in der Bevölkerung sind. Ne? Wenn da halt 80% Arbeiterkinder sind und 20% Akademikerkinderbevölkerung, dass dann 80% Arbeiterkinder studiert haben und 20%. Das gab es nur ein einziges Mal und das war direkt nach dem Zweiten Weltkrieg in der DDR, weil nämlich damals die DDR ideologisch sehr motiviert war. Und die ideologischen Gruppierungen haben damals dafür gesorgt, dass dann eben mit Arbeiter- und Bauernfakultäten und mit den sogenannten Neulehrern, die hatten ja ein Problem, weil die ganzen in der DDR wollten die eben keine Nazis zu Lehrern machen. Das war in der BRD, in der Bundesrepublik Deutschland anders. Die haben die ganzen Nazis weiter Lehrer sein lassen, in Westdeutschland, in Ostdeutschland nicht. Da gab es dann die Neulehrer. Das hat dann dazu geführt, dass zu einem kurzen Zeitpunkt dann die Arbeiterkinder gleichberechtigt waren. Als dann später der Sputnik-Schock war, der in Westdeutschland dafür gesorgt hat, dass es sowas wie BAföG sich entwickelt hat, wo es dann halt plötzlich über Chancengleichheit nachgedacht wurde in Westdeutschland wegen des Sputnik-Schocks, weil es der Ostblock das geschafft hat, einen Satelliten im Weltraum zu starten und der Westen nicht. Das hat dann dazu Diskussionen zur Folge gehabt, dass dann, ja, wir müssen mehr bilden, wir brauchen eine breitere Bildung auch, ne, wir brauchen mehr Ingenieure. Und dann wurde halt das Bildungssystem verbessert, gerechter gemacht in Westdeutschland. Und der Sputnik-Schock in
im Osten hat eher für das Gegenteil gesorgt. Das war dann eher die neue ökonomische Politik, wo dann nicht mehr so sehr die Ideologie im Vordergrund stand, sondern eher der Wettkampf mit dem Westen im Vordergrund stand. Und das hat dann dazu geführt, dass immer weniger Arbeiterkinder in der DDR studiert haben. Und zum Schluss, also kurz vor der Wende, also kurz vor 89 war das so, dass Arbeiterkinder in der DDR genauso diskriminiert wurden wie in Westdeutschland. Also es gab keine Bevorteilung von. Also ich komme ja aus dem Westen, aber ich höre immer wieder von Leuten, die in der DDR groß geworden sind, dass Arbeiterkinder bevorteilt wurden und dass Akademikerkinder benachteiligt wurden. Das mag auch so sein, aber im Endeffekt war das so, dass mehr Akademikerkinder studiert haben als Arbeiterkinder. Und das haben die in der Studie so erklärt, dass eben nicht die soziale Herkunft letztlich wichtig war in einer bestimmten Phase der DDR, sondern die Parteiorientierung. Und da war das dann eben so, dass Akademikerkinder auch in der DDR schon eher Führungspositionen in der Partei übernommen haben als Arbeiterkinder. Und das war wichtiger als die soziale Herkunft. Aber ich habe jetzt wahrscheinlich die Frage nicht so beantwortet, wie die Frage gemeint war. Aber dazu kann ich auch nichts sagen. Ich weiß nicht, wie das ist mit den Klassenstrukturen. Ich habe nur das zu der Bildungsbenachteiligung im Kopf. War das die erste? Nee, ich habe noch drei. Okay, was denkst du, wie ein bedingungsloses Grundauskommen sich auf Rassismus auswirken würde? Ja, also die Frage ist, was ich zu einem bedingungsloses Grundauskommen oder Einkommen, was ich davon halte. Und wie sich das auf Klassismus auswirkt. Wie wirkt sich ein bedingungsloses Grundeinkommen auf Klassismus aus? Also ich bin der Meinung, das wäre gut, so ein bedingungsloses Grundeinkommen. Oder zumindest sowas in der Art. Ne? Weil ich denke, dass ganz wichtig ein ganz wichtiger Wirkfaktor bei Klassismus ist die ständige Angst. Die ständige Angst, das Wenige, was man hat, auch noch zu verlieren. Und da denke ich eben zum Grundeinkommen, wenn das ein richtig gutes Grundeinkommen ist, 1.500 oder 2.000 Euro im Monat, dann muss man keine Angst haben. Dann ist es okay. Und das führt dann zu einer freien Marktwirtschaft. Eine freie Marktwirtschaft in dem Sinne, dass die Marktteilnehmer und Teilnehmerinnen frei sind. Die müssen, jetzt sind sie ja unfrei, die müssen ja jeden Job annehmen, sonst kriegen sie kein Geld. Ne? Ist ja keine freie Marktwirtschaft. Eine freie Marktwirtschaft wäre dann, wenn alle Marktteilnehmer, Teilnehmerinnen sich so in ihrem Ohrensessel oder am Schreibtisch so überlegen könnten, okay, will ich jetzt diesen Job machen? Nö, der ist zu schlecht bezahlt, den mache ich nicht. Also das ist dann halt, aber sowas haben wir ja nicht. Wir haben jetzt ja eben diese Verfolgungsbetreuung durch Hartz IV und das ist ja ein Zwangssystem und das hat ja mit freier Marktwirtschaft nichts zu tun. Also ich bin Sozialist, ich will gar nicht eine freie Marktwirtschaft. Aber wenn man eine freie Marktwirtschaft haben will, dann müsste man halt auf jeden Fall sowas wie ein Grundeinkommen haben. Weil das die Bedingung ist für eine freie Marktwirtschaft. Sonst ist es ein Zwangssystem. So und Piketty geht da noch weiter. Also das finde ich auch ganz gut, Thomas Piketty sagt, wir brauchen einen partizipativen Sozialismus und sowas wie Grundeinkommen. Aber ganz wichtig ist eben, dass die ärmere und schlechter gebildete Gesellschaftsschicht oder das Milieu, die Klasse politisch wieder stärker wird, dass sie stärker partizipiert, dass sie halt wieder häufiger wählt, aber auch politisch eingreift. Und dafür müssen wir das ganze Bildungssystem ändern, sagt er. Und wichtig wäre dann auch nochmal ein Erbe für alle. Ja, also jeder Mensch sollte zum 25. Geburtstag 150.000 Euro bekommen. So, dann kann man ja gucken, was macht man mit dem Geld? Baue ich mir davon so ein kleines, kaufe mir davon eine Wohnung oder mache ich eine Weltreise? Investiere ich das in Bildung oder mache ich eine lange Party oder so? Ja, also man hat dann 150.000 Euro und das ist dann halt eine gerechte Startchance. Ja, das ist natürlich super einfach zu finanzieren, weil momentan ist es so, dass jedes Jahr im Schnitt 400.000 Euro vererbt werden.
400.000 Euro, allerdings nur in der reicheren Hälfte der Bevölkerung. Und das heißt, in der ärmeren Hälfte der Bevölkerung wird nichts vererbt. Das heißt, in der reicheren Hälfte der Bevölkerung wird im Schnitt, wenn man von einer Lebenserwartung von 80 Jahren ausgeht und dann davon ausgeht, dass diese 4,5 Milliarden Euro ja auch noch mehr werden, es wird immer mehr, dass dann halt jeder im Schnitt 1 Million Euro erben wird, in der reicheren Hälfte der Bevölkerung, wenn in der ärmeren gar nichts geerbt wird. Und das ist natürlich auch mit einer Leistungsgesellschaft auch nicht vereinbar. Also wir haben eben keine Leistungsgesellschaft, sondern in der Leistungsgesellschaft müsste das Erbe zu 100% versteuert werden. Und es dürfte keine Schenkungen geben. Man dürfte nichts verschenken. Also verschenken wäre Betrug. Das wäre ein Betrug an der Leistungsgesellschaft. Also das heißt, das ist natürlich machbar. 150.000 Euro können natürlich jedem Menschen wenn er halt 25 Jahre alt wird oder 20, muss man gucken, geschenkt werden. So, als Startchancen. So. Und das finde ich, das ist wichtig, um diese Ängste daraus zu kriegen, um halt Möglichkeiten zu bieten. Wenn man halt 150.000 Euro hat, dann hat man andere Möglichkeiten. Dann gäbe es nicht nur einen Bill Gates, dann gäbe es 100 Bill Gates. Weil Bill Gates wird ja immer wieder gesagt, ja, dieser Genie hat diesen Computer entwickelt und was weiß ich. Ne? Aber der war natürlich auch ein Sohn von einem Millionär. Der hat nicht irgendwie eine Garage gehabt oder so. Da steckt eben Geld dahinter. Und wenn mehr Menschen dieses ganze Geld haben, haben wir natürlich auch sehr viel größeren Erfindungsreichtum und sehr viel geht dann nach vorne. Wie hängt der Begriff Rassismus mit den postmigrantischen Bewegungen zusammen? Wie würden Sie diese Begriffe miteinander verbinden? Oh, das trifft mich jetzt auf den falschen Fuß. Also da muss ich passen. Okay. Ja. Dann gab es noch eine. Wie können antiklassistische Positionen im Alltag gestärkt werden? Welche Perspektiven und Alternativen zum Bestbestehenden gibt es? Ja, ich habe ja schon gesagt, also an der Uni wäre ich dafür, dass es möglichst. Achso, die Frage wiederholen. Gerade die Frage muss ich auch wiederholen. Wie hängt Klassismus und postmigrantische Bewegung, wie hängt das zusammen? Und da habe ich gesagt, da muss ich passen, weil ich mich damit nicht befasst habe, also nicht ausreichend genug befasst habe. Jetzt gerade die Frage war, jetzt habe ich die vergessen. Wie kann antiklassistische Position im Alltag gestärkt werden? Was heißt Alltag? Also an der Uni habe ich ja schon gesagt, da wäre es wichtig, sich zusammenzuschließen von Arbeiterkindern. Und dadurch, dass es jetzt einen Dishwasher gibt, dass es jetzt die Zeitschrift gibt und andere Referate und die auch gerne ihr Wissen weitergeben, ihre Erfahrung weitergeben, ist es jetzt möglich, dass auch an anderen Hochschulstandorten sich Gruppen gründen oder vielleicht sogar Referate gründen. Ne? Dass es da dann einen Austausch gibt. Im Alltag, da denke ich auch, ist es auch wichtig, sich bewusst zu machen, dass es Klasse gibt. Ja, also ich hab ja auch in so einer größeren WG gewohnt und da war das ein Hausprojekt und dieses Hausprojekt war dann mehr oder weniger nicht zufällig aufgeteilt nach Klassenherkünften. Nicht absichtlich, sondern es hat sich einfach so ergeben. Im Erdgeschoss waren dann eher Akademikerkinder, die hatten irgendwann 3 Klaviere gleichzeitig in dieser WG und bei uns ist dann eher Kindergeschrei und Hundegebell gewesen. Und mir ist das irgendwann aufgefallen, ich habe das auch den Leuten gesagt, hier in der ersten im Erdgeschoss hier, wie kann das sein, dass bei euch immer nur Akademikerkinder einziehen und bei uns immer nur Arbeiterkinder? Und habe das dann auch verfolgt und habe gesehen, okay, wenn die neue Leute jetzt einladen, ein Zimmer ist frei, dann nehmen die sich einfach das Geld und sagen, wir lassen erstmal das Zimmer 1-2 Monate leer stehen und bezahlen das selber, ne, und lassen uns viel Zeit, um den Richtigen zu finden, der dann da einzieht. Ne. Wir können dann auch, müssen erstmal mit dem Essen gehen und so, sonst weiß man ja gar nicht, wer das ist. Und bei uns war das dann eher so, ja, ist nett, kann einziehen. So, und das bewusst zu machen, halt auch im WG-Kontext. Ne. Oder
Es gibt ja auch so Studien zu Fragen, wer heiratet wen, ne? Wo dann auch klar ist, es gibt eben eine klassenspezifische Form von Beziehungsbildung. Ne? Das, also, und das findet ja nicht nur statt, wenn Leute heiraten, sondern auch sonst in Beziehungen, ne? Dass da ein Bewusstsein dafür da ist und dass das ausgetauscht wird, ohne dass es dann gleich auch als Vorwurf empfangen wird. Ne? Das ist, sondern dass es einfach klar ist, wir können Probleme auch darauf runterbrechen, dass wir einfach eine unterschiedliche Klassenherkunft haben und die sind erstmal jetzt nicht, eine ist nicht besser als die andere, aber wir müssen uns bewusst machen, dass das so ist, ne? Und dann möglichst ohne Abwertung. Also dass das auch da dann auch politisiert wird. Oder Fragen auch, wenn dann Leute zusammenwohnen, dass dann auch über Geld geredet wird. Ne? Wenn die einen eben viel Geld erben oder überhaupt kein Problem haben, dass sie dann auch Geld teilen. Ne? Das gibt's auch. Also in der Kommunebewegung, wo ich war, wurde dann auch Geld geteilt und es gab auch Projekte, wo dann einfach auch Leute mitfinanziert wurden von Leuten, die einfach Geld hatten. So und ja. Also es gibt schon viele Überlegungen, die man, also wenn man anfängt, darüber nachzudenken, gibt es halt viele Möglichkeiten, das aufzubrechen. Naja, meine letzte Frage war noch, du schließt aber ein bisschen dran an, ich habe mir aufgeschrieben, also so, sie hat erzählt, zwischendurch so Feministin hat ihre eigene Mobilisierung gesagt, da gab es Black Power, aber sozusagen so eine Klassismus, Klassistin, ArbeiterInnenbewegung zu formen, war irgendwie schwieriger. Also gibt es da irgendwie einen Grund, warum es da schwierig ist, zu mobilisieren, sozusagen? Obwohl ich mir dann auch überlegt habe, andere so feministische Bewegungen waren ja auch wiederum sehr akademisch geprägt. Und ich habe mich dann auch gerade gefragt, ist es der Ansatz, in einem akademischen Uni-Kontext anzufangen, also sozusagen eine ArbeiterInnen-Mobilisierung zu machen? Ist das ja. Ja, also die Frage ist, wie kann es... Ja, wie kann es, also ich versuche das mal mit der Frage, wie kann es sein, dass eben keine antiklassistische Bewegung entstanden ist, ne, obwohl die ist ja auch eine Frauenbewegung entstanden ist. Eine Anmerkung war dann noch, okay, aber es gab ja auch Frauen an der Uni, ne, die dann das vorantreiben konnten. Und wie können sich Arbeiter organisieren? So ungefähr, war es die Frage? Ja. Genau, es gibt ja schon, also das ist ja... es ist ja nicht so, dass jetzt mit Klassismus überhaupt eine Klassenbewegung entstehen könnte. Es gab ja immer schon Klassenbewegungen, es gab ja auch immer schon Klassenkämpfe. So, und es gab ja auch die so einen alten sozialen Bewegungen, die waren ja klassenorientiert. Das war ja auch nicht unbedingt schlecht, was die gemacht haben. Auch die ganze Gewerkschaftsbewegung ist ja sehr wichtig und denen haben wir auch sehr viel zu verdanken. Und die Einführung des allgemeinen Wahlrechts, das waren ja auch letztlich auch Klassenkämpfe genau, da denke ich, also wir fangen ja jetzt nicht von Null an, sondern der Klassismus bringt eigentlich eher den Alltag nochmal mit rein oder auch die Bildung, nochmal stärker die Bildung mit rein. Also nicht jetzt nur Betriebskämpfe, es geht nicht nur darum, Löhne zu erhöhen oder eine Arbeitssicherheit also oder Gesundheit am Arbeitsplatz oder sowas, sondern dass auch der Alltag und die Bildung halt wichtiger wird. Und da denke ich, man kann viel lernen von der feministischen Bewegung, ne? Weil da die Strukturen, die gemacht haben, auch bestimmte Begrifflichkeiten, auch bestimmte Forschung, kann man fast sogar eins zu eins übernehmen. Also, dass ich dieses autonome Arbeiterinnen-Kinder-Referat gegründet habe, habe ich gemacht, indem ich mir angeschaut habe, wie ist damals in den 70er, 80er Jahren, sind da die autonomen Frauenreferate entstanden. Und habe dann quasi davon gelernt und habe das dann übertragen. Und das war bei der Frauenbewegung ursprünglich übrigens auch so, ne? Das mit dem Tomatenwurf, wo dann in Deutschland, wo dann halt diese Frauenbewegung losging, den berüchtigten Tomatenwurf, gab es dann auch so ein Manifest und da stand dann eben drin, dass der Frauenkampf so eine Art Klassenkampf ist. Ne? Das heißt, die haben auch viele abgeguckt vom Klassenkampf, um dann daraus zu lernen. So, und da denke ich, so ein gegenseitiges Lernen ist da wichtig. Und ansonsten denke ich eben, dass ich jetzt auch da nicht der Richtige bin, da Antworten zuzugeben, sondern es ist wichtig, was aufzubauen und das zu vernetzen. Und da entstehen dann die Antworten.
also nicht von mir, sondern eben von den Referaten und von anderen Initiativen. Ja, ich finde es eben wichtig, das auch an der Hochschule zu machen. Das war auch bei der Frauenbewegung wichtig, weil die eben freigestellt sind. Ne, weil die eben einerseits freigestellt sind, andererseits einen unglaublichen Zugriff haben auf Bücher und das Ganze nochmal sehr viel stärker reflektieren können und auch international dann schneller vernetzt sind. Und das ist halt eine privilegierte Position, von der aus man sowas starten kann. Eigentlich müsste ja so eine Arbeiterkinderbewegung gegen Diskriminierung im Bildungssystem von Hauptschülerinnen in der 4., 5. Klasse losgehen. Aber die sind eben noch nicht so weit von der Bildung her, dass sie das können. Deswegen dann eben eher Leute, die anfangen zu studieren, die auch noch diese Diskriminierungserfahrung haben, aber eben dann auch gleichzeitig ein sehr großes Wissen haben und auch freigestellt sind weitgehend und dann eben da aktiv werden können. Ich hätte noch eine allerletzte Frage, für die Zeit. Sie hatten ja angesprochen, Arbeiterkind zum Beispiel. Und ich bin jetzt auch während des Vortrags, habe ich immer gefragt, Praxis, welche Beispiele gibt es denn, um sich dahin zu lernen? Und dann ganz viel auch so Mentoring-Programme bekommen, wo, das habe ich auch gemacht in Berlin, wo man sich dann halt 1:1 mit Jugendlichen trifft und einfach mit denen spricht. Oder Kunstangebote, wo verschiedene Schulen sich austauschen, also sehr unterschiedliche Schulen, wo die in Kontakt kommen. Wie bewerten Sie denn solche Initiativen? Sehen Sie, dass das immer nur ein Ersatz ist für ein strukturelles Problem, was eigentlich politisch gelöst werden müsste? Oder könnte das auch zusammenarbeiten? Also wie ist da das Verhältnis? Ja, also bei uns in Münster, die Frage nochmal wiederholen. Nochmal zur Frage mit Arbeiterkind.de und es gibt ja auch nicht nur Arbeiterkind.de, sondern auch Mentoring-Programme, wo dann halt Menschen mit einer sogenannten niedrigen sozialen Herkunft dann auch unterstützt werden und was ja auch was bringt, was ja dann auch, wie ich das dann bewerte. Und ich denke, dass es nicht falsch ist. So. Ich denke, dass gerade halt im Einzelfall sogar sehr gut. Aber ich sehe halt ein Riesenproblem bei der ganzen Diskussion über Bildungsbenachteiligung. Das wird immer so getan, als würde das vom Himmel fallen. Oder wenn man die Schuldfrage stellt, dann sind die Eltern schuld. Ne? Oder es ist einfach die Uninformiertheit der Studierenden oder der Schülerinnen. So. Und das ist ja nicht so. Es ist halt gewollt. Die sollen nicht studieren. Es ist gewollt, dass es halt nur bestimmte Leute studieren sollen. Es ist gewollt, dass nur bestimmte Leute zum Gymnasium gehen sollen. Und es ist gewollt, dass halt die Vermögensverteilung noch sehr viel krasser wird. So. Das gibt Leute, die wollen das und die setzen das durch. So, das hat man in Hamburg gesehen. In Hamburg gab es nur Rot-Grün. Die Grünen haben auf alles Mögliche verzichtet, wollten in dem Bildungsprogramm ihre emanzipative Bildung machen, hatten dann auch die Mehrheit, hatten quasi fast alle Parteien hinter sich, bis auf FDP und NPD und auch die ganzen Bildungsforscher und Gewerkschaften und alle. Ne? Ja, und dann sind halt die Reichen. Die sind dann aufgestanden und haben dann gesagt, nee, nicht mit uns. Und haben das durchgesetzt, eiskalt. So, und die haben es einfach blockiert. So, und das ist halt, es gab bei diesem Hamburger Schulkämpfen eben keine Gruppierung der Betroffenen. Es gab keine Schülerorganisationen oder Studierendenorganisationen, die wirkmächtig genug waren, um gegen die Privilegierungswünsche der Reichen was dagegen setzen zu können. Und das muss aufgebaut werden. Ich denke eben, wenn man die Bildungsbenachteiligung in Deutschland beseitigen will, dann muss man auch benennen, wer will die eigentlich haben, ne? Wer will die eigentlich durchsetzen und man muss dann auch dagegen kämpfen. Also es gibt ja auch Gruppen, da machen auch die Grünen mit, nennt sich Gegneranalyse, das ist dann gegen rassistische Gruppierungen. Ja, und da wird das so ausgesprochen, das ist Gegneranalyse. Wir sind die Gegner halt von Menschenrechten, von wir sind die Rassisten und Faschisten und so weiter. Aber wir brauchen auch eine Gegneranalyse halt beim Thema Klassismus. Wer setzt diesen Klassismus durch? Und da bin ich eben nicht einfach nur bei Bourdieu, der dann, das macht wahrscheinlich Bourdieu auch gar nicht, aber so wird ja auch oft gelehrt. Das sind die feinen Unterschiede. Und diese feinen Unterschiede führen dann zu Habitus-Strukturkonflikten, ja, dass ich als Arbeiterkind einfach aufgrund meiner, wie ich gelernt habe zu sein,
wenn meine Wahrnehmung, mein Geschmack und meine Verhaltensweisen, dass sie einfach nicht passen zu der Uni. Aber das ist es ja nicht einfach, sondern wird ja gemacht. Also es ist nicht einfach was irgendwie sich so entwickelt, sondern es gibt Gruppierungen, und ich bin da gerade auch bei einer von diesen Gruppierungen, die ganz extrem auftreten, dass die auch am Rand der AfD mitmachen, die aber auch bei der Friedrich-Naumann-Stiftung auftreten, von der FDP, die auch bei der Werteunion der CDU auftreten und bei ganz vielen esoterischen Gruppierungen und so weiter, die sich jetzt schon darauf vorbereiten, die Gesellschaft noch sehr viel klassistischer umzubauen. So, und da denke ich, das muss politisch werden. Und deswegen habe ich schon mal gefordert, dass Arbeiterkind.de nur dann staatliche Gelder bekommen sollten, wenn die ihren Maulkorb ablegen. Ne, wenn die halt, solange die sagen, wir sind unpolitisch, muss man denen sagen, ja, dann kriegt ihr kein Geld. So. Wir sind ja in einer Demokratie, und eine Demokratie setzt voraus, dass die Leute politisch sind. Und wenn ihr unpolitisch seid, dann seid ihr nicht demokratisch. So. Ja, und deswegen denke ich, Arbeiterkind.de müsste das Geld entzogen werden, solange die sagen, wir sind unpolitisch, weil das ist eine Unverschämtheit. So. Und man darf in der Demokratie nicht unpolitisch sein. So. Das geht nicht.